Da alle Kameras funktionieren und wir sind alle vorbereitet und haben eine großartige Sammlung von Charakteren mitgebracht, die wunderbar dynamisch und mehr oder weniger in Abstimmung aufeinander gewachsen sind. Eine Person fing an und dann haben alle sich gegenseitig überboten. Wir spielen heute Dunkle Resonanz, ein Cthulhu-Abenteuer, das wir auf der letzten Conspiracy tatsächlich gemeinsam mit dem Chat geschrieben haben. Vielleicht kann der Chat ja ein bisschen Rückmeldung geben, wer von den Leuten, die jetzt hier sind, damals beim Schreiben mit dabei war. Ihr werdet dann merken, falls Dinge sich geändert haben, was gleich geblieben ist und was ich wild improvisiere, weil die Spieler Dinge machen, mit denen ich nicht gerechnet habe, was auf jeden Fall passieren wird. Die versammelte Spielerschaft hat sich teilweise schon frisurentechnisch oder mit Verkleidung auf ihre Charaktere eingestellt. Wir fangen mal an, links von mir, mit der Ivy, die Dasha spielt. Hallo Ivy! Hallo! Ja, soll ich ein bisschen sagen, wen ich heute spiele? Mhm. Wunderbar. Ich bin nicht sicher, ob ich meinen Namen richtig aussprechen kann. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Mein vollständiger Name ist Daria Ivanovna Kuznetsova und ich bin, die meisten Leute nennen mich einfach Dasha, der Einfachheit halber. Ich bin ausgebildete Ingenieurin, abgebrochene Mechanikerin und begeisterte frühe Computernutzerin und bastle gerne. Also ich beschäftige mich mit allem, was technisch ist. Ansonsten bin ich eher Misanthrop, aber natürlich glühender Anhänger der sozialistischen Idee. Selbstverständlich. Denn wir spielen in den 80er Jahren in der Sowjetunion, in einer sehr speziellen Region. Und diese spezielle Region habe ich unter anderem dorthin verschoben, weil als wir es geschrieben haben, haben wir nur gesagt, grob wo es sein wird. Und Sibirien ist verdammt groß. Und Hatma, der mit Hintergründen experimentiert hat, aber offensichtlich von seinem Computer für sein eigener Greenscreen gehalten wird, hat sich, ich kann leider die verminderten I's nicht korrekt schreiben in dem Font, den ich gewählt habe. Mit niemand von euch kann richtig aussprechen. Balexit, also es sind auf jeden Fall keine I's, sondern Is, Balexit, einen Jakuten ausgesucht. Wie kam es dazu? Naja, ich spiele einfach gerne irgendwelche Exoten. Und wenn wir schon in Sibirien spielen und nachdem als Anfang lauter Akademiker angemeldet wurden, habe ich beschlossen, dann muss ich den Naturburschen spielen. Und daher bin ich also Balexit Karamamut, der jakutische Scout, Pionier, Kampftaucher, Tierversorger. Sprich, ich wohne da, wo die anderen alle hin verbannt worden sind. Verbannt ist vielleicht ein hartes Wort. Du bist zu Hause in der Region. Wir spielen in einer Gegend, die heute Sakha oder Sakha ist und die zu der Zeit aber selbstverständlich einfach nur ein Teil von der großen Sowjetunion darstellt, aber wo die Jakuten zu Hause sind. Und wir spielen nördlich von einem kleinen Ort namens Yukagir und südlich der Ljechow oder Ljachow-Inseln. Und das ist eine der einsamsten Gegenden der Welt, könnte man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Der Kältepol der Welt ist gar nicht so weit von euch entfernt. Ist kurioserweise südlich von euch, weiter im Kontinentalklima. Es ist kalt, da wo wir sind. Aber wenn wir schon zu Leuten kommen, die da nicht zu Hause sind, sondern aus verschiedensten Gründen sich an dem Ort eingefunden haben, an dem wir spielen werden. Tom, ja. Wer ist Boris Smirnov? Genau, ruhig Boris Smirnov, genau, ich bin Funker, Marineoffizier, und tatsächlich als Sicherheitsoffizier hier auf dieser Station. Habe also eigentlich eine Marineausbildung hinter mir, war, das wissen die anderen, ist nicht wirklich thematisiert worden, höchstwahrscheinlich arbeite ich dem KGB zu oder gehöre dem KGB irgendwie an. War auf jeden Fall was halt dann als Funkoffizier was hat getätig und bin in diese einsame Gegend strafversetzt worden, nachdem ich also irgendwie einen japanischen Funkspruch fehlerhaft dekodiert habe und es fast zu einer neuen Korillenkrise und sowas halt wie kam. Ja, wie man halt hier so landet. Das ist erstmal dazu. Das ist Boris Smirnov. Neben ihm sitzt Kanat Krylov, der auch aus einer nicht-russischen Familie stammt, also nicht ethnisch-russischen Familie.
Genau, Kanat Krilov kommt aus dem Süden von Usbekistan, hatte eine sehr kleine Dorfschule besucht und aufgrund hervorragender Leistungen, vor allen Dingen, weil er eine sozialistische, internationalistische Persönlichkeit war, hat er die Chance bekommen, in Moskau auf die höhere Schule zu gehen, wo dann das Komitee für Staatssicherheit auf ihn aufmerksam wurde, für das er dann in seinem späteren Leben vor allen Dingen in Mittelasien unterwegs war, um dafür zu sorgen, dass die ganzen Länder da so sind, doch auf Linie der Partei kommen, so langsam. Aus Gründen, die ihm nicht ganz klar sind, er ist nicht sehr glücklich darüber, ist er dann versetzt worden in diese Antarktis-Station, um dafür zu sorgen, dass auch dort sozialistische, internationalistische Persönlichkeiten arbeiten und das alles gut nach Parteilinie läuft. Und jetzt ist er seit einigen Monaten da. Ja. Was für ein glückliches Team, das nicht nur vermutlich jemanden vom KGB hat, sondern auch noch einen offiziellen Politoffizier. Und die letzte Persönlichkeit, die offensichtlich gefestigt sozialistisch-internationalistisch ist, wird von Ben gespielt, Valery Sobolev. Ja. Doktor Valery Sobolev, so viel Zeit muss dann doch sein. Er ist der versorgende Arzt, ein brillanter Allgemeinmediziner, der sich über die Zeit dann auch ein bisschen auf die Neurologie und Psychologie spezialisiert hat, im Folge von verschiedenen kleinen Forschungsepisoden unter Khrushchev, unter Brezhnev, und hat dann aber irgendeinen Schnitzer gemacht und findet sich jetzt in Sibirien wieder, also sehr weit weg. Und er ist, wie gesagt, medizinisch auf der Höhe, ist er sehr, sehr gut geschult, und er war in den letzten Sommerspielen in Moskau sogar im Schwimmteam der UdSSR. Dementsprechend ist er sogar gar nicht mal so ein kleiner, hagerer Typ. Allerdings Brillenträger, extrem kurzsichtig, und durch seine sehr spitzen Gesichtszüge und dem viel mehr als ich üppigen dunkelbraunen Haar wird er auch seinem Nachnamen entsprechend der Zobel genannt. Der Zobel. Also, vielen Dank, Ben, David, Tom, Hatma und Evie, dass ihr euch die Zeit nehmt und das heute mit uns spielt. Call of Cthulhu in den 80ern. Ganz weit im Norden der Sowjetunion, in einem Lauschposten, der tatsächlich auch das letzte Mal live gebaut wurde, von Till von Dungeon Fog, und der mehr oder weniger mit ähnlichen Methoden gebaut wurde, wie eine Ölbohrinsel, in dem Sinne, als dass er auf Stelzen steht und manchmal auch teilweise im Wasser. Denn die Landschaft, die euch dort umgibt, die können wir uns nicht so vorstellen wie etwas, was hier in Mitteleuropa existiert. Das ist Permafrostboden, der teilweise bizarre Formen annimmt, wenn er ein bisschen im Sommer möglicherweise antaut und dann wieder neu gefriert. Es gibt teilweise Hügel, die sich dort herausbilden, kleine, die dadurch entstehen, dass Eiskeile unter der Oberfläche existieren. Viele Bereiche sind einfach nur Schotter, zwischen dem vielleicht ein paar einsame Flechten sich festhalten. Und wenn tatsächlich irgendwo etwas taut, dann rutschen auf einmal Wassermassen mit großen Mengen an Schlamm über die Ebenen an euch vorbei ins Meer, und auf einmal spielt auch das Wasser um die Stufen und die Stelzen eurer einsamen Station. Und eure Aufgabe? Die ist recht weit gefasst, und die hat damit zu tun, dass ihr passiv und aktiv sehr weit aufgestellt seid, was das Lauschen und das Sprechen angeht. Ihr lauscht in die Arktis hinaus, wo in der Nordostpassage Schiffe verschiedenster Nationen entlangziehen und natürlich auch die Atomeisbrecher der Sowjetunion dafür arbeiten, dass der Fortschritt sich ausbreiten wird, auch entlang der Nordküste Sibiriens. Aber über dem Polargebiet kreisen auch immer wieder die Bomber der Amerikaner, und über den Pol hinweg ist es gar nicht so weit bis zum Feind im Westen. Und in diesem etwas traurigen, für eure Besatzung viel zu großen Gebäude, diese Anlage, die aus Stahl, Beton, Hoffnung und Klebepapier zusammen aufgebaut wurde, sitzt ihr und müsst mit verminderter Menge an Leuten klarkommen, während ihr weiterhin versucht, dem Überwachungs- und Spionageauftrag nachzukommen. Ihr hattet früher noch jemanden, der hauptberuflich Funker war. Der gute Mann ist in diesem Sommer an einem schweren Fieber erkrankt und wurde nach bester Arbeit von Dr. Sobolev dennoch dann irgendwann sehr mühselig mit dem Schlitten verbracht. Und du hast keine Ahnung, wie es ihm aktuell geht.
Also möglicherweise hast du versucht nachzuforschen, aber vielleicht auch nicht. Selbst wenn, konntest du keine weiteren Informationen geben. Zum Glück habt ihr ja jemanden, der das auch übernehmen kann. Boris Smirnov ist ja mehrfach begabt. Und ansonsten hoffen alle, dass die Technikerin Dasha die Sachen am Laufen hält. Das ist die beste Technologie der Sowjetunion. Mhm. Man haut mit einem Hammer drauf und hofft, dass sie funktioniert. Mhm. Wir fangen an einem frühen Morgen Mitte September. Was würden eure Figuren um diese Uhrzeit denn tun? Und am wichtigsten ist, wer ist schon auf und wer liegt noch im Bett? Ich bin draußen. Mhm. Ich gehe immer schwimmen zum Morgengrauen. Noch gibt es auch tatsächlich freies Wasser, in dem man schwimmen kann. Das kann sich um die Jahreszeit auch sehr, sehr rasch ändern, dass auf einmal das Polareis nach Süden kommt und sämtliche Fahrrinnen schließt. Aber noch, du stehst früh auf. Der Tag hat die angenehme Qualität des Lichtes, die für dich das einzige Licht ist, das du meistens gekannt hast. Nämlich dieses silbrig-goldene von Hochnebel, der über der Arktis liegt. Der Wind ist relativ frisch. Einzelne Eisschollen klimpern und klacken in der leichten Dünung. Und ringsum hörst du das Kreischen, Zwitschern und Knarzen, das die Singvögel und diese Meeresvögel von sich geben, während sie um dich herum unterwegs sind. Wirfst dich in die Fluten und schwimmst los. Was macht der Rest? Ja, tatsächlich, wir haben heute viel zu tun. Ich weiß nicht, ob die alle das Memo bekommen haben, was ich überall an die Türen geklebt habe, weil heute eine Feuerschutzübung läuft. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass seit über einem Jahr hier schon keine Feuerschutzübung mehr durchgeführt wurde. Und dementsprechend würde ich jetzt also wie zu dem Gemeinschaftsraum, was halt jenen, natürlich korrekt gekleidet, damit die Disziplin irgendwie aufrechterhalten bleibt, was halt um zu schauen, wer eigentlich alle schon dort ist. Ich erwarte die eigentlich jetzt natürlich auch wieder zum Frühstück. Und wer ist schon dort? Ah, Genosse Sobolev. Eine Tasse Tee vor sich und ein sehr geordnetes Frühstück, Messer, Gabel, selbst das, was auf dem Teller ist, ist angeordnet in einer kleinen morgendlichen Zwangshandlung. Und er sitzt alleine, wie so oft, und schaut zu Boris hoch. Doktor, wissen Sie zufällig, wo der Rest ist? Nicht hier. Ich meine, ich habe doch die Feuerschutzübung was angekündigt. Ja, das Memo. Ja. Ja, was ist mit dem Jakuten? Oh, der ist draußen und schwimmt, wie immer. Der ist draußen und schwimmt, ja, ja. Fantastisch. Ja gut, dann werde ich mal den Rest zusammentrommeln. Der Rest. David, wo befindet sich Kanat? Kanat ist im Eiskeller, wo sich alle der Vorräte der Station befinden. Und holt gerade ein halbes Lamm nach oben. Er hat sich nämlich gedacht, naja, irgendwer muss ja der Koch dieser Station sein. Und als Politoffizier habe ich glücklicherweise nicht allzu viel zu tun, weil ja alle gute sozialistische, internationalistisch gefestigte Persönlichkeiten sind. Und hole gerade ein halbes Lamm nach oben, weil ich das Mittagessen vorbereiten möchte und vielleicht auch das Mittagessen für die nächsten Tage. Und Dasha? Ja. Dasha schläft sowieso eigentlich nie. Das heißt, ich mache das, was wir eigentlich machen sollen. Ich höre auf einem Ohr den Funkkanal ab und mit dem anderen Ohr irgendwelchen progressiven, damaligen, zeitgenössischen deutschen Punk und trinke aus einer nicht ganz so genehmen Tasse mit Coca-Cola-Werbung. Dasha, du sitzt da, du schläfst generell wenig. Aber das kann dann auch dazu führen, dass man tagsüber immer mal wieder so Momente von leichter Abwesenheit hat. Du sitzt da auf dem einen Ohr den Punk, auf dem anderen das größtenteils nicht durchbrochene weiße Rauschen, das draußen den Äther erfüllt. Und der Punk, die Musik, der Beat wird langsamer und schwindet. Und du hörst auf dem linken Ohr ein leises Sirren, das sich dann zu einem singenden Pfeifen steigert. Ein wenig, als habe man Wahlgesang durch einen Synthesizer laufen lassen. Ein schwebender und klagender Ton. Und als du irritiert die Augen öffnest, schaust du auf eine Hand, die einen Schokoriegel hält, auf dem Fifth Avenue steht.
Wozu gehört diese Hand? Also ich nehme natürlich einfach den Schokoriegel, wenn er sich mir so anbietet. Das ist deine, aber als du danach greifen willst, schließt sich die Hand, das ist deine. Es ist eine große und kräftige Männerhand mit Dreck unter den Fingernägeln, Schmieröl, würdest du sagen, aus eigener Erfahrung und ein bisschen abgewetzten Gelenken und Knöcheln, so als würde jemand regelmäßig hart arbeiten. Und du hörst tatsächlich immer noch den Ton, den du gerade gehört hast, nur jetzt auf beiden Ohren. Aber du spürst doch den Druck von Ohrschützern auf deinen Schläfen. Kann ich in den Schokoriegel reinbeißen? Ja. Schmeckt er gut? Er schmeckt nach Karamell und Schokolade und Keks und Zucker und so wie nie irgendetwas, was jemals hier in dieser Station auf dem Tisch erschienen ist. Schokolade, echte Schokolade. Nicht die Mischung, die in der Sowjetunion als Schokolade verkauft wird. Die bitter, trocken und bröselig ist. Ich bin sicher, ich träume, aber es ist völlig egal. Ich stopfe diesen Schokoriegel bis zum Anschlag und kaue ihn und. Aber warum sind meine Hände jemand so haarig? Jemand klopft dir auf die Schulter und sagt auf Englisch, du verstehst ja ein bisschen was an Englisch aus Liedtexten und dergleichen, die du dir gemerkt hast. Hey, Tag träumst du wieder? Wer spricht da mit mir? Du drehst dich um und siehst jemanden in einer Uniform, einer amerikanischen Uniform, glaubst du, der dich mit etwas missmutiger Miene anschaut. Sauber rasiert, kurze graue Haare, mehrere Abzeichen, bei denen ich nicht weiß, wie gut sich dein Charakter damit auskennt. Wahrscheinlich gar nicht. Sieht wichtig aus. Ich weiß nicht, ich habe Ohrenschütze auf, oder? Die hattest du bisher noch nicht auf den Ohren. Der nickt runter, Unterdeck. Hast du keine Ahnung, was... Jawohl, sag ich. Wenn du dich kurz umschaust, siehst du auch tatsächlich ein relativ kleines Shot. Oh, mit shit. Warnsymbolen versehen und mit einer Drehverschluss und du spürst jetzt unter dir, dass der Boden sich bewegt mit einem leichten Wellengang. Ich bin auf einem Boot. Oh, scheiße, ich bin auf einem Boot. Was mache ich denn jetzt? Er hat gesagt, Unterdeck. Unterdeck heißt runter. Das heißt durch dieses Shot. Du gehst runter, klapperst dabei mehrere metallene Gitterstufen hinunter. Siehst dort mehrere andere Leute an verschiedenen Stationen arbeiten. Siehst, da ist jemand, ist das so nah? Und da ist jemand, der hört auch in den Funk rein. Mehrere Leute nicken dir zu. Jemand gestikuliert mit dem Daumen nach hinten in einen Gang, der dorthin weiterführt. Mhm. Ja, gut, dann gehe ich da mal lang. Etwas langsam desorientiert bewegst du dich in die Richtung, den Gang entlang. Dort sind sehr schmale Durchgänge zu Kojen und dann welche, die mit verschiedenen Warnsymbolen versehen sind, die international genug sind, dass du sie auch erkennst, die vor Starkstrom waren oder die anzeigen, dass sich dort ein Lager befindet und eine andere Technologie. Und du hörst den Ton jetzt immer stärker, diesen seltsamen, hohen, klagenden Wahlgesang aus mehreren Tönen besteht, die flötenartig umeinander spielen und ineinander greifen und immer lauter werden. Kommt das, habe ich das Gefühl, je tiefer ich mich oder je weiter ich diesen Gang runtergehe, desto lauter wird es? Oder? Nein. Nein. Es wird tatsächlich leiser, je weiter du den Gang runtergehst. Also es wird zwischendurch deutlich lauter und dann mit jedem Schritt wieder leiser. Dann hörst du auf einmal hinter dir die Leute, die du gesehen hast, in dem Raum schreien. Welcher Grad von Schreien? Also so, uns geht es hier ans Leben schreien oder eher so... Todesangst schreien. Oh, shit. Ich drehe mich um. Was passiert da? Du taumelst, verlierst kurz das Gleichgewicht. Auf einmal geht Warnbeleuchtung an in dem Boot, über dir kreisen orangene Lampen. Und als du versuchst, dich zu orientieren, an der Wand abstützt, schaust du den Gang weiter hinunter und siehst ein letztes Symbol, das dir ebenfalls sehr gut bekannt ist. Drei Dreiecke um einen Kreis angeordnet, die vor der größten Kraft des Fortschritts warnen und sie zugleich anzeigen. Oh nein! Balixit, du auf deinem Schwimmgang kraulst in dem eiskalten, im Wasser des Wortes, eiskalten Meerwasser an der Küste entlang, als du draußen, das muss
kilometerweit draußen auf dem Meer sein, einen hellen Lichtblitz kurz siehst. In dem Nebel sogar schwer zu sagen, wie weit weg das ist. Entweder einige Kilometer und hell oder sehr weit weg und sehr hell. Na, schön. Ja, also Tatsache, ich bin nicht wahrscheinlich auf der Jagd, habe gerade eine Ente geschossen und werde die gerade hinschwimmen, um die noch einzusammeln. Ich schaue mir da näher an. Ist das irgendwie ungewöhnlich? Da draußen ist nichts. Da sollte nichts sein, was so stark leuchtet. Das Einzige, was da draußen sein könnte, mit einer starken Energiequelle und Licht, wäre irgendeine Art von Schiff. Aber naja, ich weiß nicht, wie sehr sich Balixit für die angekündigten Passagen von Schiffen in der Nordostpassage irgendwie interessiert. Na schon, im Zweifelfall, das kriegen die drin ja nie mit, das muss ich Ihnen sagen. Also ich schwimme noch ein bisschen weiter, bis ich diese Ente erwische und werde dabei immer wieder dorthin schauen. Sehe ich es nochmal? Nein, es war ein einmaliges Aufblitzen. Aber hell genug, dass du jetzt merkst, dass du dunkle, bunt umrandete Punkte auf deiner Netzhaut hast. Okay, dann schnell, das irritiert mich. Also war kein Nordlicht. Kenne ich nicht. Nicht gut. Ja. Ich steige ins Boot, habe ich ein Motorboot eher oder? Nein, es sind die 80er Jahre, ich werde ein Motorboot. Ja. Einen schlechten alten Außenbordmotor, den sich anschaue. Das ist auch das einzige Boot, das die Station hat. Und es hat schon deutlich bessere Tage gesehen. Aber es hat noch genügend Diesel, um einige Strecke zurückzulegen aktuell. Gut, na dann steige ich ein, fahre zurück. Nackter Oberkörper, werf irgendeinen obskuren Fellmantel aus zahlreichen Viechern über mich drüber, über den nackten Oberkörper, hab die Uniformhose an, Stiefel und versuch so schnell wie möglich anzulegen. Ivy, Dasha schreckt hoch, du hast noch ein Klingeln im Ohr und du hörst auch immer noch das leise Singen irgendwie aus dem einen Kopfhörer, den du mit dem anderen kombiniert hast, aus dem anderen dringt jetzt wieder das, naja, Klappern, Krach und Rumklampfen auf einer schlecht gestimmten Gitarre. Bin ich eingeschlafen? Wahrscheinlich bin ich eingeschlafen. Wer träumt denn so einen Blödsinn? Ich brauche erstmal ein Frühschoppen. Ich gönne mir mal einen aus dem Flachmann. Und dann sollte ich vielleicht mal... Oh, scheiße, heute war diese Feuerübung. Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ascha! Oh, jawohl! Ascha? Ja. Ja, fantastisch. Ja. Schön, dass Sie da sind. Das sehe ich gerne. Du weißt, dass heute die Feuerschutzübung ist? Ja, ich habe nur noch gerade, ich wollte nur sicher gehen, dass... alles ruhig ist. Selbstverständlich. Ich würde dir auch gerne, ans Herz legen, dass du bitte die Alarmanlage nochmal überprüfst. Und ich muss sowieso noch jemanden finden, dass die Wandhydranten nochmal durchzählt. Und ich habe heute auch vor, noch die Fluchtpläne wieder aufzuhängen. Es gibt da ein Problem, was den Feueralarm angeht. Das akustische Signal wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren. Ich musste die Verkabelung von dem Lautsprecher benutzen, um den Toaster zu reparieren. Ansonsten. Du musst jedes Jahr eine Feuerschutzübung. Gut. Ich brauch 10 Minuten, dann habe ich den Toaster, also dann hole ich das Kabel aus dem Toaster und ich klebe das mit diesem sozialistischen Klebeband. Alle werden hier überwacht von Krylov. Du weißt ganz genau, was halt, dass er wird verlangen, dass ich nachher ein Evakuierungsprotokoll erstelle. Ja, in dem Moment geht auch die Tür auf und Kanat Krylov kommt mit einem halben eingefrorenen Schaf. Mhm. Auf der Schulter. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ich Sie treffe. Wir haben heute die Feuerschutzübung als Tagespunkt. Richtig, Tovarisch Boris, fantastisch, ja. Fantastisch, super. Warum ja, heute noch nichts? Ihnen würde ich gerne das Evakuierungsprotokoll anvertrauen. Also nachdem wir die Evakuierungsprobe, was halt vollzogen haben. Die Alarmanlage wird gerade neu repariert und ich werde mich da mal ganz kurz auf den Weg machen, die Wandhydranten wie durchzuzählen, die wir natürlich auf Funktionstauglichkeit überprüfen müssen. Sehr gut. Mhm. Weitermachen. Das machen Sie ganz fantastisch. Mhm. Gut, dann würde ich sagen... In 20 Minuten im Gemeinschaftsraum?
Ja. In hast dem Moment hört ihr auch das vertraute Klong, Dong, 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 Krsch von einem Motorboot, das angelegt wird und mit Kette verteut wird. Ich gehe weiter in die Küche. Und dann das Poltern von Armeeschuhen auf der Treppe, die hochführt. Dann bellt kurz der Hund, den ich kurz die Eisenleiter hochtragen muss. Und dann bin ich unten, wahrscheinlich da, wo du das Lamm geholt hast. Und in dem Moment, wo Balek sieht, und der Hund, wie heißt der Hund? Arikit. Arikit. Na, du sprichst jetzt viel schöner aus als ich. Wie heißt das? Arikit. Du sagst Hund. Hund. Ari. Die Tür hinter sich zufallen lassen, um in den tatsächlich den geschützten Bereich der Station vorzudringen, hören alle gleichzeitig ein dumpfes Donnern. Die gesamte Station zittert, bebt. Die ganzen Metallteile geben einen Sirren und Singen von sich und man hört es dumm, dumm, dumm von mehreren, Halterung oder ähnlichem, die unter dem Druck nachgeben. Die Fenster klirren, irgendwo zerbricht auf jeden Fall eins. Was? Ich lasse den Toaster fallen. Tovarisch Boris! Ja, ich komm schon! Was ist mit Ihrer Feuerschutzübung? Das ist so nicht geplant gewesen! Das hat nichts mit der Feuerschutzübung zu tun. Ich weiß nicht, haben wir, keine Ahnung, Tsunami oder was? Verdammt nochmal, Knosse Bali, ist draußen auch was vorgefallen? Nicht gut, nicht gut. Ja, war draußen irgendetwas? Da ist polares Licht. Polarlicht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Doch. Gut, wir werden draußen nachschauen müssen. Doch, ist keine Zeit. Moment! Ist Entenmond. Ist noch nicht Zeit für sowas. Nicht rausgehen. Moment. Ich gehe an den Computer und ich versuche erstmal, was haben wir da? Radar? Haben wir eine Kamera? Haben wir irgendwas, womit man sehen kann, was draußen passiert? Fenster habt ihr. Fenster. Oh, scheiße. Gut, dann. Große Sichtfenster. Aus dem Zweifelsfall das Fenster. Habe ich das Phänomen gerade richtig verstanden? War das eher magnetisch oder Windzug? Oder was war das, was wir gerade da gehabt haben? Du würdest es fast am ehesten als eine Druckwelle, eine Schockwelle möglicherweise beschreiben. Aber wie das Metall sich verhalten hat, war ungewöhnlich. Welches Jahr haben wir? Ich habe es nicht genau festgelegt. Wir sind in den vagen 80ern. Das hat nichts mit realweltlichen Vorfällen zu tun diesmal. Gut, okay. Dasha, irgendwas draußen zu sehen? Du siehst draußen den Nebel, der tatsächlich seltsam verwirbelt ist. In Wellen regelrecht und Spitzen und Zipfeln, die rausgezogen sind. Als habe jemand einmal wild hindurchgewischt. Mhm. Meine Fresse, was ist das denn? Und schaut euch das mal an, bitte. Dunkle Wolken, die sich auftürmen und einen Schneesturm versprechen. Ich werf die Ente auf irgendeinen Tisch und dann kletter ich nach oben hinauf, was immer das Höchste ist, was wir haben. Das ist eine Art Explosion? Hat irgendjemand was gehört oder war das einfach nur eine Druckwelle? Keine Ahnung. Dasha, gab es irgendeinen Wetterbericht, irgendeine Meldung? Sieht aus wie die örtliche Wetterfee, Dosse. Moment. Ich guck mal. Haben wir irgendwas rübergemorst bekommen oder? In den Aufzeichnungen ist nichts drin, nein. Nein, nichts. Du kannst natürlich verschiedene Funkfrequenzen durchgehen, auf denen üblicherweise solche Nachrichten auch kommen. Ja, dann. Moment. Boris, war das eine Art Waffe, eine Schallwaffe, irgend so etwas? Stille? Die Kirche im Dorf lassen, das glaube ich aber nicht. Stille statt weißes Rauschen, immer mal wieder unterbrochen durch das Knarzen und seltsame Störgeräusche, als hätte jemand das durchtrennt und würde immer mal wieder so ganz kurz Kontakte aneinander halten und irgendwo einen Funke überspringen. Irgendwas stimmt mit eurer Anlage nicht. Oh, haben die irgendeine regelmäßige Länge, diese Pausen, also könnte das ein Code sein oder ist es wahrscheinlich tatsächlich eher so, dass es irgendwo Wackelkontakt oder was kaputt ist? Du konzentrierst dich drauf und am ehesten stimmt es mit den jetzt peitschend anhebenden Windböen überein, die ersten eisigen Tropfen gegen die Fenster werfen. Alec, wo ist denn unsere Antenne?
Ja, also wir werden ja wahrscheinlich irgendeinen großen Funkmast oder irgend sowas haben mit schönen Verspannungen. An dem werde ich jetzt hinaufklettern. Das Jagdgewehr noch über der Schulter und... Bist du schon draußen, oder? Ja, ich bin so draußen. Ich will das von oben sehen. Balik sieht es sofort wieder rausgestürmt. Ja, okay, Moment. Wenn ich sehe, dass der rausgestürmt ist, was halt dann... verdammt nochmal, den können wir denn nicht alleine draußen lassen? Kann man bitte jemand Sobolev Bescheid sagen? Ich glaube, der sollte sich bereithalten. Ich werde mir jetzt auch den Außenanzug was halt anziehen. Und dann werde ich auch mal einen Blick nach draußen werfen. Und ich werde meine Schneebrille mitnehmen, wenn es da wieder welche hängen haben. Ihr geht raus und das Erste, was ihr seht, das ist teilweise die Reling, die metallene, die den Gang, der teils um die Station führt, schützt, an mehreren Stellen losgerissen hat. Und dass ein Teil davon jetzt im Wind mit einem traurigen Knarzen immer wieder hin und her wedelt. Okay. Was hat denn die Kraft, im Prinzip sowas abzureißen? Hängen da noch mehr Teile? Du schaust dich um und du siehst, da sind Splitter von irgendetwas, da sind Reste von einem Drahtseil, mit dem irgendwas verteut war. Das Boot ist noch da, zu deiner Erleichterung, auch wenn es sich in eine andere Richtung gedreht hat und halb auf das Land geschoben wurde, beziehungsweise in den Matsch. Das ist das Boot, mit dem normalerweise Genosse Bali unterwegs ist, oder haben wir noch ein besseres? Nein, das ist das eine, das ihr habt. Der Stolz Russlands hier oben, ja. Gut, ist Wind zu spüren? Ja, starker Wind. Windböen drücken dir eisige Nadeln ins Gesicht, als sehr, sehr feine Regentropfen, halb gefroren, dir entgegengeweht werden. Okay, was für ein Temperatursturz ist denn das? Ist es deutlich mehr? Ja, es war vorher so um 0 Grad und jetzt würdest du sagen, ist es gefallen auf knapp darunter. Aber es ist windig geworden und dadurch fühlt es sich viel, viel kälter an, als es eigentlich ist. Okay, dann gehe ich. Hat sich an dieser Leiter auch was gelöst? Ja, du siehst, ein, zwei Schellen haben sich etwas verzogen. Das könnte möglicherweise ein Teil der lauten Knallgeräusche gewesen sein. Aber als du dran ziehst, insgesamt ist sie noch stabil. Haben wir hier so eine kleine meteorologische Station, dass man so Luftdruck und solche Sachen prüfen kann? Habt ihr tatsächlich, ja. Okay, dann würde ich mich da mal vorkämpfen, suche aber dann natürlich, schaue mich um, was halt, ob ich irgendwo, wie gesagt, den Jakuten halt sehe, wo der sich jetzt irgendwie aufhalten könnte. Der klettert eine der metallenen Leitern hoch auf die Dachkonstruktion, vermutlich, um nach eurer Antenne zu schauen, euren Antennen. Das ist ja nicht unvernünftig. Gut, ich glaube, jetzt noch bei der Wettergeschichte. Die Wettergeschichte sagt dir, dass dass starker Unterdruck herrscht und der gerade weiter fällt. Also das Röhrchen, dem kannst du sozusagen zuschauen, wie es sich zusammenzieht. Okay, das Papier, das ist seit eben erst, oder hat sich das irgendwie heute Morgen schon irgendwie angekündigt? Nein, bis vorhin war das Wetter stabil. Okay. Genosse Bali, passen Sie auf, Sauben! Mach nicht, du war nicht! Genosse Bali klettert aufs Dach und du siehst das Problem ziemlich deutlich. Die Funkantenne hat mehrere von den Stahlseilen, mit denen sie gehalten ist, verloren und kippt wie so ein Baum. Du hast schon ein paar gesehen und die sind alle immer schief in deiner Erfahrung und ähnlich hat es sich zur Seite geneigt. Und mehrere von ihren komischen, verästelten Ärmchen sind auch geknickt. Und vor allen Dingen siehst du ein Kabel, das hin und her schlackert und das offensichtlich einen Bruch hat, das in diese Konstruktion hineinführt. Nicht gut! Nicht gut! Funk kaputt! Verdammte Scheiße! Okay, ich hol Dasha! Komm da runter! Du bist nicht gesichert! Ich hab das zu verantworten! Ich geh rein. Dasha! Merke ich diesen extremen Druck, wahrscheinlich so wie ich bin, ich werde wahrscheinlich plötzlich anfangen zu dehnen, um den Druck auf die Ohren auszugleichen. Instinktiv. Du kannst den Sturm regelrecht spüren, ein Kribbeln unter deiner Haut, an den Fingern und ein Summen in deinen Knochen. Also das ist gar nicht Entenmonat, was da gerade passiert. Ja, das ist ganz ungewöhnlich. Das ist nicht der Wintereinbruch, der kommen muss. Nein. Der Winter hier ist unberechenbar. Das Einzige, was du immer gelernt hast, ist, man kann ihn nie genau vorhersagen. Er macht, was er will. Und entscheidet, wann er kommt und wann er geht. Und manchmal geht er nicht den ganzen Sommer über und das Eis wird sich nicht öffnen. Aber ungewöhnlich ist es schon. Willst du wieder runter vom Dach?
Du hast noch irgendwas mit einem Kabel beschrieben. Ich verstehe natürlich nichts von diesem Zeugs, aber kann ich, was sehe ich da? Das ist ein Kabel, das mit einer zähen Schicht umwickelt ist und die ist an einer Stelle aufgerissen. Das Kabel hat einen seltsamen Knick, der sehr viel schärfer ist, als Kabel das normalerweise machen. Und du glaubst hin und wieder einen Funken spritzen zu sehen. Na gut, bevor Dasha danach raufklärt, ich werde mal hinfassen und schaue mich so um, ob mich keiner sieht und dann biege ich das mal gerade. Ach so. Wie gut bist du denn in mechanischen Reparaturen? Gar nicht, überhaupt nicht. Möchtest du mal darauf würfeln? Ja, ich würfle gerne darauf und selbstverständlich geht es schief. Man weiß es ja nicht. Es ist sehr wahrscheinlich. Okay, niemand muss drauf würfeln, wenn ihr freiwillig versagen wollt. Ja, du drückst daran rum. Es gibt einen Knistern, ein paar Funken sprühen und du hast auf einmal einen kurzen, ziehenden Schmerz in deinen Fingerspitzen und einen Singen, einen Ton, der auf einmal kurz durch die Knochen in deinen Schädel wandert und in deinen Zähnen nachhallt. Ein hohes Sirren, wie mehrere Vogelstimmen gleichzeitig. Du kletterst wieder runter? Halt dich wieder schnell runter. Als du unten ankommst, prallt etwas mit Schwung warm gegen deinen Rücken. Schwer oder? Ein paar Kilo? Ein paar Kilo. Na, ja, so anderthalb, zwei Kilo. Gut, na, dann drehe ich mich nur ruckartig um, weil ich trage diesen Fellmantel, wie gesagt. Hinter dir liegt eine Möwe am Boden. Zuckt noch mit den Flügeln, dreht den Kopf hin und her und dann liegt sie still. Oh, Schwester Gulit. Ich hocke mich sofort hin und schaue mal, was sie hat. Lebt die noch? Die ist tot. Okay. Also gut, damit kenne ich mich jetzt aus. Die werde ich mal ein bisschen untersuchen. Ist die krank oder hat die was gebrochen? Nein, die scheint dir eigentlich unversehrt zu sein. Aber wechseln wir doch kurz mal rein. Was macht denn Boris Smirnov, wenn er jetzt reinstimmt? Und dann natürlich, was halt, also ich werde, erster Weg, was halt, ist wieder zu unserer Funkerbude. Erstmal Dasha, was halt, sehen, ob die noch da ist. Da, ey, Dasha! Ja, Tovaric. Was gibt es? Wir haben draußen was halt einige Beschädigungen. Was halt, da sind Kabel sind abgerissen und es sieht auch aus, was halt, als ob Stahlhalterungen jetzt abgerissen sind. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist. Ja. Druckabfall der letzten Viertelstunde. Ja. Duct Tape, Hammer. Ich suche noch die Kabelbinder. Boris, Druckabfall? Ja, Druckabfall, dann wie gesagt, was Temperatursturz, ich habe keine Ahnung. Und dieser seltsame Nebel und gleichzeitig ein wirklich starker Wind. Also das ist wirklich was, also ich bin jetzt erst seit einem Jahr hier, aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Bekommen wir einen Sturm? Also ich würde sagen, was hat den Temperaturfühlern draußen, würde ich sagen, ja, wenn wir nicht schon längst in einem drinstecken. Aber irgendwas stimmt nicht. Es ist wie als ob eine Druckwelle, was halt irgendwie... Wir haben es ja vorhin doch, Sie haben das doch vorhin auch gespürt. Irgendwas ging doch hier vor sich. Nun, wir haben einen Plan. Wir sichern die Station gegen einen Sturm, oder? Da gibt es doch bestimmt einen Ablaufplan für. Selbstverständlich. Ich werde ja gleich nochmal was halt wie mein Büro gehen und mal schauen. Eigentlich war ja heute die Feuerschutzübung wie angesagt, aber wir können das sicherlich miteinander verbinden, wenn das. Wir ändern das. Wir ändern das, natürlich, selbstverständlich. Trotzdem sollten wir uns, glaube ich, sollten wir vielleicht alle informieren. Ich weiß gar nicht, ob der Doktor schon Bescheid weiß. Der Frühstück unten noch. Ich hol den Doktor. Das ist sehr nett von ihm. Fantastisch. Dasha, brauchst du Hilfe? Ja, ich brauche wahrscheinlich einen Arzt, wenn ich klettern muss. Aber ich tue, was ich kann. Naja, ich könnte dir helfen. Klettern ist jetzt gerade auf den Schiffen, was halt, auf denen ich war, was halt, die gehörte das quasi zum täglichen Brot. Und so, Elektrik anbetrifft, was halt, kann ich dir auch helfen? Gut, ich muss halt, ja, wenn du mir sagst, was kaputt ist, dann kann ich dir sagen, wie man es repariert. Gut, dann, ich werde mal erstmal die Geräte hier unten checken. Ich nehme jetzt auch mal die Kopfhörer auf. Kurzer Schnitt, Kanat geht runter zum Doktor, zu Dr. Sobolev. Ah, Tovaric Valeri. Ah, Tovaric Krylov. Schönen guten Und morgen. Was ist denn los? Ich warte auf die Feuerschutzübung.
ist geändert worden. Stattdessen wird jetzt die Station gegen einen Sturm gesichert. Darf ich? Ich setze mich hin und nehme mir etwas von dem Essen. Ja, nur zu. Ich habe gerade hier einen Schokoriegel trocken. Offensichtlich haben wir so etwas wie einen Wettereinbruch. Ich habe das Schlagen gehört, aber es klang mir eher wie ein physikalischer Einbruch fast. Ja, es war etwas seltsam. Aber ich bin mir absolut sicher, dass Tovaric Boris alles im Griff hat. Ganz bestimmt. Das heißt, was machen wir so lange? Nun, ich würde sagen, wir frühstücken und warten, bis uns Tovaric Boris sagt, was wir machen können. Er hatte einen Ablaufplan, hat er gesagt. Gut. Dann wie immer. Wo ist denn der Jakute mit seiner Töle? Er ist vorhin reingekommen und hatte eine tote Ente dabei. Jetzt ist er wieder weg. Er bringt immer tote Tiere mit herein. Das habe ich auch. Ein halbes Lamm für das Mittagessen. Fantastisch. Tiefgefroren für das Mittagessen. Das ist auch hygienisch, wenn Sie verstehen. Tote Enten und andere Tiere, die er anschleppt, und seine Töle, die sind nicht hygienisch. Gut, das ist die Gelegenheit, mit der toten Möwe bei der Tür hereinzugehen. Exakt. Mit der toten Möwe und einem winselnden Hund an seiner Seite. Tovaric Krylov, das ist keine Ente, das ist eine Möwe. Tovaric Doktor? Vorhin hatte er Basik. Eine... Das ist schon das zweite tote Geflügel, was hier einbringt. Ja, einfach vom Himmel gefallen. Dort, ich glaube, ist vielleicht Nerven. Nun, ich bin kein Tierarzt. Warum Sie das mit den Nerven sagen? Erfroren vielleicht? Bei der Kälte kann alles Mögliche erfrieren. Ist es schon so kalt draußen? Nein, ist nicht so kalt. Relativ. Ihr wisst, dass es überhaupt nichts besagt, wenn ich sage. Und das Tier, was haben Sie jetzt damit vor? Ich habe gedacht, also ich finde, ist gestorben von selbst. Und Sie sind doch Doktor. Aber nicht Tierarzt. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, in der... Sie sind eigentlich ganz... muss das hier beim Frühstück sein? Nein, Tovaric, muss nicht. Gut. Tovaric Balek, bringen Sie doch die Ente in den Raum des Doktors. Und da können Sie sich nachher ansehen. Und wir können hier in Ruhe zu Ende frühstücken. Fantastisch. Tun Sie das, genau. Legen Sie mir sie einfach auf den Tisch. Ente. Möwe. 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 Ente kommt in den Kühlraum. Wunderbar. Smirnov ist währenddessen, hat sich den Kopfhörer aufgesetzt. Tovaric Balek? Ja. Kann ich noch einmal dein Messer haben für das Lamm oben? Die sind viel besser als die Küchenmesser, die wir haben. Natürlich. Dankeschön. Ich nehme mir eins von den Messern. Ich steck's dir in den Tisch hinein, wie immer. Okay, alles klar. Tovaric Krylov, haben Sie letztens mein chirurgisches Besteck dafür verwendet? Ja, das ist sehr gut, aber nur für einige sehen, die wirklich... Du wartest es mit Nov. Setzt sich die Kopfhörer auf? Oh ja, alles klar. Jetzt wird erstmal ein Check mit Geräte hier gemacht. Was heißt du setzt die Kopfhörer auf und du hörst jemanden, der auf... Kannst du Deutsch? Nee. Der auf einer der unbekannten, lauten und aggressiven Sprache irgendetwas vor sich hinschreit, während jemand ein Seiteninstrument, das elektrisch verstärkt wird, traktiert. Kann ich das Mixtape irgendwie abstellen? Ich muss doch dafür ein Hebel geben. Oh nein! Hey, das ist merkwürdig. Was halt, das ist nicht... Das ist... Das könnte Deutsch sein, aber... das ist merkwürdig. Was halt... Okay, aber das ist keine Musik, oder doch? Oder? Wenn Dasha noch im Raum ist und noch nicht rausgegangen ist, kann sie rasch versuchen, das abzustellen. Ja, ich würde den entsprechenden Hebel umlegen. Klack. Ja. Ich schaue mir das an. Was war das denn, Dasha? Ist das Musik? Etwa aus dem Westen? Möglich. Manchmal übertreffen unsere Funkgeräte sich wirklich selbst. Darüber werden wir dann später nochmal sprechen. Ich gucke mir die Geräte an und ich sehe, das ist kein Funk oder was heißt im Prinzip, sondern das ist doch eine Aufnahme. Das ist doch eine Kassette. Hier, klick. Ja. Darum kümmern wir uns später. Stecken Sie es weg, was hat bevor das der Politoffizier sieht. Jawohl. Ich werde mich jetzt weiter um die Funkanlage kümmern. Ich habe die Funkanlage gewartet.
Ich habe die Funkanlage gewartet. Und du hörst und? Stille, nur hin und wieder durch ein Knistern und Krachen unterbrochen in unregelmäßigen Abständen. Verdammt, die Antenne scheint völlig kaputt zu sein. Okay, gut, ich probiere alle Kanäle durch. Nichts. Nee, du, auf einigen ist das Krachen und Knistern lauter, auf manchen hörst du ein bisschen weißes Rauschen. Die Antenne ist eindeutig beschädigt, aber je nachdem, wie stark ein Funkfeuer ist oder wie nah es bei euch ist, kannst du noch ein bisschen mehr empfangen oder weniger. Und zwischendurch hörst du ganz schön. Und dann wieder nur noch knistern und knacken. Damit diese Station, was halt wieder betriebsbereit wird, müssen wir die Antenne auf jeden Fall reparieren. Okay, Dasha, ich komme mit raus, ich helfe ihm. Und vergessen Sie nicht, was halt sich, wir müssen uns anleihen, dass der ganze Mast, was der oben macht den Eindruck, dass er aber fast umknickt. Jawohl. Wir haben keinen mehr. Jawohl, ich weiß, Sicherheitsvorschrift 83.2. Ja, genau. Und bitte auch die Schuhe mit den Stahlkappen mitnehmen. Ich trage immer Schuhe mit Stahlkappen. Ich schau mal kurz. Ah, tatsächlich. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, was heißt, wollen wir den Jakuten mitnehmen? Wer ist sicher angebracht, der kann klettern, notfalls. Okay, dann sage ich doch mal eben dem Doktor Bescheid, was halt, damit er sich bereithält, falls uns da draußen irgendwas passiert. Wie gesagt, ein Temperatursturz von über 10 Grad. Und wie gesagt, der Druck muss halt auch schlagartig in das halt wie abgenommen. Ja. Und wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung. Also schau es dir draußen an. Es ist so, als ob hier eine Welle über uns rübergegangen wäre. Ich bin weder taub noch blind, Genosse. Ja. Wenn er noch länger redet, kann sich das ändern. Dasha geht raus. Nimmst du den Jakuten mit? Du gehst dabei auch durch den Aufenthaltsbereich, wo der Doktor und der Politoffizier immer da sitzen und seelenruhig starken Tee trinken. Ja, und Balixit steht draußen auf dem Korridor und hat die Möwe im Arm und schaut sie traurig an. Oh. 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 Balik, was ist los? Da war ich. Ja. Dort. Ganzer Funkbaum. Kaputt. Ja. Leiter kaputt. Ja. Kabel kaputt. Und was ist mit deiner Schwester Möwe? Vom Himmel gefallen. Oh. Sagt sie nicht die Nerven. Kannst du uns helfen, vielleicht? Ja. Ja. Okay, komm. Draußen schlägt euch eisiger Wind entgegen, der einzelne Eiskristalle enthält. Und pfeifend durch die Streben und Träger der gesamten Station fegt. Unten klackert und knallt die Kette, als das Boot hin und her geschoben wird. Und vor euch hängt die Leiter. Vorhin war sie noch stabil. Man kann hoffen, dass sie das immer noch ist. Und über euch hört ihr das Knarzen von dem krängenden Arm des Funkmastes, der sich da leise hin und her bewegt. Bevor du aufgeht, zieh dein Hemd an. Das ist beunruhigend. Ich sorge erstmal dafür, dass wir die Sicherungsleinen, was halt wie an unsere Gürtel, was halt wie Schnallen. Die immer so bei Aufstiegen entsprechen, dass oben was halt immer eingehängt werden. Das sind sehr improvisierte Seile mit dran geknoteten Karabinerhaken und sehr viel doppelseitigem Klebeband. Smirnoff ist mitgekommen? Oder? Ja, natürlich. Ah, natürlich, ja. Natürlich. Ja, dann gehst du auch vorbei an deinen Genossen. Deinen Genossen Dr. Sobolev und. Achso, ja, das hat sich nicht. Da bin ich gerade kurz. Doktor, Genosse, wir sind zu dritt draußen. Wir versuchen, den Funkmast wieder zu reparieren. Und überhaupt die ganze Anlage wieder, die Betriebsfähigkeit herzustellen. Tovaric Boris, der Ablaufplan. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren, was halt, weil das ist Teil 1 des Ablaufplans. Aber Sie könnten uns natürlich unterstützen, Genosse. Sie könnten ja vielleicht schon einmal die Wandhydranten durchzählen. Das müssten 6 hier auf der Station sein. Ich hab doch gesagt, Änderung. Ja, aber das gehört leider dazu, was halt, weil, wie gesagt, wir müssen erst mal herausfinden, was der Station geschehen ist. Wir müssen jetzt leider Prioritäten setzen. Ja. Und das Erste ist natürlich. Wir wissen ja alle, was halt, wie wir sind. Dem Komitee, was halt gegenüber verantwortlich, insbesondere Sie. Und wenn die Anlage hier nicht wieder funktionsbereit ist, das ist natürlich Priorität 1. Sie verstehen? Recht. Priorität 1 ist, die Anlage wieder in Funktionsbereitschaft zu setzen.
Tovaric, Valeri, zählen Sie bitte die Wandhydranten durch. Die Wandhydranten durchzählen? Ja, es müssten 6 sein. Ja, ja, das selbstverständlich. Genau. Tovaric, Krylov. Gut, ach ja, und wenn Sie sich vielleicht bereithalten könnten, falls uns irgendwas draußen passiert, wir müssen nämlich hochklettern. Und bei dem Wind ist das kein Zuckerschreck. Natürlich. Wenn irgendwas passiert, suchen Sie mich bei Wandhydrant Nummer 5. Was ist das denn, eine Möwe? Die sollte doch bei mir in... Ja, die hat Baselek hier eingebracht. Weiß nicht, schleppt dauernd ein totes Tier hier rum. Der Hund lebt noch. Gut. Ja, gut, ich komme mit raus, damit ich im Notfall Dr. Valeri holen kann. Gut, das ist eine gute Idee. Fantastisch. Ja. Und ich bleib hier bei den Wandhydranten. Ja. Wie viele Leute braucht man, um eine Funkleitung zu reparieren? Ich begreife es nicht. Tovaric Dasha, siehst du da? Da, da oben? Das ist kaputt. Tovaric Dasha? Das da drüben. Die müssen lernen, den Wert der Gemeinschaft zu schätzen. Kabel ist auch weg. Ganzes hängt. Ja, ich schätze Gemeinschaft. Sehr. Mhm. Dasha klettert hoch. Wie schlimm sieht das denn aus? Also mein Plan wäre ja, den Genossen Boris Smirnov hochzuschicken, weil er gesagt hat, er kann klettern. Mhm. Ich kann das nicht. Also die Leiter hat ein paar von den Schellen verloren, die sie dran tragen. Und ja. Du hast das Gefühl, dass das obere Ende ein kleines bisschen hin und her schwankt. Aber darüber siehst du auch einen Arm von eurem Funkturm, der immer kurz für so eine Handbreit in deine Sicht hineingeweht wird mit einem Knarzen und dann wieder zurück. Leider nicht gut. Möchten vielleicht alle mal schauen, ob sie etwas entdecken. Etwas Verborgenes mit einem Wurf. Oha. Verborgenes Erkennen, ne? Ja. Beziehungsweise ja. Verborgenes Erkennen. Korrekt, nicht entdecken. Jawohl. Ich bin blind. Eine 40 gewürfelt und eine 50 gebraucht, falls es hier irgendwie um die Qualität geht. Das ist dann ein normaler Erfolg, genau. Tom? Ich habe, Moment, kurz gucken. Ich habe 35 von, Moment, wo steht das hier? Moment, rat. Von 55. Okay. Das heißt, ihr habt beide einen normalen Erfolg. Wie geht's dem Jakuten beim Ausschau halten? Ich habe 06 auf, Moment, ich muss schnell nachschauen, was ich habe. Also was immer, ich bin eins mit der Natur, ich bekomme alles mit. Bei der 06 ist es sehr wahrscheinlich, dass du möglicherweise sogar unter einem Viertel hast. Das heißt, die beiden Nicht-Jakuten, die nicht Dasha sind, die sehen sehr nachdenklich diese Leiter hochschaut, sehen einen dunklen Punkt draußen im Nebel auf dem Meer, der sich dort bewegt. Und was Balik sieht, ist ein schlechtes Vorzeichen, wie man nur von einem schlechten Vorzeichen sprechen kann. Ein Wal, der auf der Seite von der Dünung haltlos hin und her geworfen wird und auf die Küste zugetrieben wird. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was Balek, was ist nicht gut? Ich laufe sofort auf die entsprechende Seite der Tankstation zum Geländer hin. Was ist denn? Großfisch! Walfisch! Ja, und? Nichts Ungewöhnliches. Kaputt! Was? Warte mal, Dasha. Ich gegen den Sturm, was halt hinten an die Brüstung und jetzt schaue ich auch mal, was Näheres zu erkennen. Wenn ihr jetzt rausschaut, dann der Körper ist langsam auch deutlich näher getrieben worden. Und es ist der markante, hellgrau-weißliche Leib mit der vorgewölbten Stirn eines Weißwals, eines Belugas, der auf dem Wasser treibt und hin und her geworfen wird. Eine von seinen von den Fluken klappt in die eine Richtung, klappt wieder in die andere Richtung. Und dann seht ihr einen weiteren von den rundlichen Köpfen aus dem Wasser auftauchen und zur Seite kippen. Der ist... Beluga ist tot. Ja... Ist das normal? Ende. Alles tot jetzt. Ja, jetzt hör auf mit deinem... Also, versuch mal ein bisschen professionell zu sein. Ist das normal, dass da so ein Wal tot auf dem Wasser treibt? Du bist hier der Biologe. Nein, ganz nicht gut. Ganz nicht gut.
Chris? Hast du die Möwe reingeschleppt? Weißt ja. Von, kommt sie von eben? Von oben gefallen, runter, tot. Ich möchte Kollegen Smirnov darauf aufmerksam machen, dass der Politoffizier ihn angesprochen hat. Ah, ja. Tomaric Boris. Im Wind? Ja, Tomaric! Was gibt's? Haben wir irgendwelche geheimen Meldungen über U-Boote von uns, die in der Nähe sind? Also nicht in den letzten Tagen. Dasha, kam heute irgendwelche Meldungen über U-Boote rein? Keine Meldung, Genosse, nein. Diese Druckwelle, woher kam die genau? Vom Meer oder vom Land? Ob ich irgendwo ran sehen kann, wo die Druckwelle herkommt. Da. Das klingt jetzt wahrscheinlich echt bekloppt. Also, ich habe den Verdacht, es könnten Amerikaner in der Nähe sein. Amerikaner? Nachgefragt, ich habe das Licht gesehen. War das in die Richtung, aus der jetzt der Wal auch kommt und würde das mit der Druckwelle zusammenpassen? Die Wale werden auf jeden Fall von weiter draußen jetzt Richtung Land geschwemmt und wenn der erste Körper jetzt in den gefrorenen Schlamm gedrückt wird und dort von den Wellen und einigen dünnen Eisschollen umspielt wird, seht ihr noch zwei weitere kleinere auftauchen, die an die Oberfläche getrieben werden. Darf ich kurz zur Orientierung, ich habe ja das Licht gesehen, passt das zusammen, dass die Druckwelle von dort kommt? Das würde zusammenpassen. Komm jetzt auch mal raus. Nachdem die beiden Politiker gerade miteinander reden, halte ich mich noch nicht raus aus der Sache und werde das Wichtigste nicht melden. Sechs Brandmelder. Ich hoffe, alle sind zufrieden. Wir haben 6 Brandmelder. Ja, eine schaue Richtung toten Blubber, der da langsam angetrieben ist. Ja, gut. Dann, Sobolev. Ja? Bitte untersuch diese Möwe. Oder diese Wale, ist mir egal. Die Wale, ja, am besten tun wir die auch auf die Station. Wir schleppen Beluga holen. Einer Explosion gestorben sind, an einer Druckwelle oder an irgendetwas Atomaren vielleicht. Atomschlag! Atomar? Tomaric. Amerikanski Atomschlag. Wie die Amerikanski? Was fehlt er? Wenn da irgendetwas unter dem Wasser explodiert ist? Unter dem Wasser haben wir... Nicht unter Wasser, war über. Ah. Was war über? Dann hätten wir doch mehr gehört. Moment, was war über? Was war über? Ich hab gesehen. Was? Dasha, möchtest du aufs Dach klettern, um deinen Job zu machen? Es wird Jahre dauern, bis dieser Funkmast repariert ist. Das geht jedes Mal so. Deswegen nehme ich mir jetzt meinen Kram und versuch's halt mit der Leiter und doppelseitigem Klebeband da irgendwie hochzukommen. Dann kletter doch mal. Der Wind lässt die Leiter hin und her schwanken. Die 4 Tovarisch ignorieren dich und starren zu den Walen runter und gestikulieren. Wenn ich gleich tot bin, ist es allein deren Schuld. Ich kann nicht sonderlich gut klettern. Okay, ich versuche mal. Okay, die Chancen waren erdenklich mies, aber mit sagenhaften 15 von 20 sollte ich zumindest die Hälfte schaffen oder so. Gut. Ja, natürlich. Zu sichern. Du hast tatsächlich keinen einzigen Punkt in Klettern gesetzt und mit dem Standardwert es geschafft aufs Dach. Ja, deswegen sagte ich, ich kann nicht klettern. Dort oben siehst du die krängenden Hauptsendemast. Die hat natürlich eine ganze Reihe verschiedener Antennen, die für verschiedene Frequenzbereiche zuständig sind. Die senden und die horchen. Ihr habt sogar ein paar Unterwassermikrofone, die weiter draußen untergebracht sind und auf denen man für gewöhnlich nur Walgesänge hört und hin und wieder ein leises Ping. Und naja, du siehst sofort, dass die Hauptleitung zu diesem Mast, gebrochen, zu 90% durchgebrochen ist. Und dass sie immer mal wieder zusammengedrückt und auseinandergezogen wird, was erklärt, warum es immer wieder diese knackenden und krachenden Störungen gibt unten, wenn man versucht zu lauschen. Ach, das ist nichts, was mit ein bisschen Kaugummi und Klebeband nicht irgendwie beheben könnte, oder? Ja, aber wo kriegen wir den Kaugummi? Das ist kein Problem, den Kaugummi habe ich. Dann, wenn du dich dran machen willst, einmal mechanische Reparaturen. Das ist nicht fein genug, um es elektronisch abzuhandeln, würde ich sagen. Okay, wir schauen mal, was geht. Unterhälfte. Na, hervorragend. Dasha ignoriert das laute und etwas eskalierende Gespräch um Wale und Atomschläge unten
am Rand der Reling, sitzt oben und mit Klebeband, Kaugummi und ein bisschen von Geheimzutaten und vor allen Dingen purer Sturheit, flickt sie das Kabel und sichert zumindest auch eine von den Halteleinen wieder so und kappt dann ein paar Teile und ist sich relativ sicher, dass zumindest eine grundlegende Funktion des Mastes wieder hergestellt sein sollte. Das muss man natürlich unten testen, aber du fühlst dich zuversichtlich. Es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher, würde ich sagen. Mhm. Was auch nicht schwer war. Und ja, dann hoffe ich, dass ich heil wieder runterkomme. Wobei runter geht immer. Ja. Was machen denn die anderen? Unterhaltet ihr euch noch? Bemerkt irgendjemand, dass Dasha hochgeklettert ist und arbeitet? Natürlich, was halt. Das dauert nicht so lange, aber dann warte ich jetzt unten. Sie kommt ja offensichtlich gut hoch. Und dann, eigentlich im Prinzip, wenn du den Eindruck machst, dass du fertig bist, würde ich sagen, soll ich die Funkanlage testen? Ja. Okay. Alles klar, gehe ich rein. Sobolev? Ja. Sie können gleich mit reinkommen. Ich habe in meinem Büro noch ein paar Fluchtpläne, ein paar neue, die aufgehängt werden müssen. Ich denke, ich soll mir diese blöde Möwe anschauen. Ach so, ja, das ist natürlich auch was halt, richtig. Gut, ich bin in der Funkanlage. Also gut auch. Ich schaue mir die Möwe an. Du warst der Valerie? Ja. Es war über Wasser. Die Explosion? Ja, dort habe ich gesehen. Jetzt treiben hier die Wale an. Da, wo Wind kommt und da, wo Beluga kommt. Malekset, vielleicht begleiten Sie mich und assistieren mir bei dieser Möwe. Sie haben tatsächlich eben... Ja. Der Kollege Smirnov möchte also die Funkanlage testen. Während zwei weitere sich einer Möwe widmen, Dasha versucht wieder herunterzuklettern. Was macht Genosse Krilo? Sehe Dasha zu, wie sie hinunterklettert. Wunderbar, damit, falls ich falle, wir zumindest einen Zeugen haben. Wenn du runterkletterst, runter ist einfacher, du kriegst einen Bonuswürfel. Das heißt, die 10er Stelle darfst du 2 Würfel würfeln und den niedrigeren nehmen. Okay, kommen Sie immer. Dann hoffen wir aufs Beste. Aber wie gesagt, runter geht immer. Ah, ich brauche keinen zweiten Wurf. Ich habe eine 6. Dasha, geschickt. Wie eine olympische Athletin kommt die Treppe heruntergeklettert und landet mit einem letzten eleganten Hüpfer vor dir. Die ganzen Werkzeuge, die an ihrem Gürtel hängen, klimpern und klackern. Warte, Dasha, du kannst nicht klettern, hm? Hoch ist immer ein Problem, Genosse. Nicht sehr nett, dass sie ihre Fähigkeiten der Gemeinschaft vorenthalten. Aber gut gemacht, gut gemacht. Ja, danke. Danke, Genosse. Genosse Smirnov. Ja, ich bin im Funkraum und dann wird tatsächlich, nach dem Standardverfahren, werde ich im Prinzip alles wieder hochfahren und werde jetzt was halt die Frequenzen prüfen. Dann werde ich, ich fange an, was hat mit Kopfhörer dem... Kopfhörer auf? Ja, natürlich, Kopfhörer. Ich fange an, was mit tatsächlich unserem Standardprogramm. Ich will natürlich aber auch die Unterwassermikrofone testen, ob die vielleicht auch Schäden hatten. Also du fängst kurz mit den Unterwassermikrofonen an, während die ganze Anlage wieder hochfährt und hörst Stille. Beziehungsweise nur das leise Klacken, Knacken und Rauschen von Dünung und von den Geräuschen, die die Unterwasserlandschaft von Natur aus macht und dem leisen Krachen von Eis in der Ferne. Aber was fehlt, ist der meistens um die Jahreszeit fast durchgängig erklingende Walgesang. Stimmt. Ja, ich habe ja so eine Ahnung, wo die sind. tatsächlich gucke ich aber mal, was halt auf den, wir haben ja meist wahrscheinlich so, was sind das, so Streifenkarten im Prinzip, wo so eine Nadel, was halt immer durchgehend, was halt immer was aufzeigt. Ich gucke mal, wohin ob dort irgendetwas aufgezeichnet wurde. Also du siehst, dass die Nadel dort die üblichen Walgesänge verzeichnet hat. Okay. Dann tatsächlich ein Sonarping zwischendurch von irgendeinem Schiff dort draußen. Walgesänge und dann ein plötzliches hochfrequentes Zittern für ungefähr eine Viertelminute und dann nur noch die Aktivität, die du auch jetzt hörst, wo hin und wieder nur leise die Nadel. Du sagst von einem Schiff da draußen, das heißt, wir haben auch Radar hier? Ja. Okay, dann komme ich da mal drauf und das halt. Also unsere Radareinrichtung, dreht die sich da oben noch? Nein. Nein. Okay.
Wenn du darüber nachdenkst, siehst du, hast du oben gar keine Schüssel gesehen. Ach, okay, gut. Mist. Wird notiert. Und dann was halt, schaue ich mal an, was halt, ob die Funkanlage das halt offen ist. Weißes Rauschen. Mayday, Mayday! Und dann Worte auf, du nimmst an, Englisch, die in einem hastigen Staccato in einzelnen Silben irgendwo, wahrscheinlich nah, so sauber wie das Signal ist, in ein Mikrofon gestammelt werden. Und dann ein Sirren, ein singender Ton, wie der Wahlgesang, den du aktuell vermisst. Mehrstimmig und irgendwie gleichzeitig schön und etwas verstörend in den Harmonien, die das Ganze bildet, der anschwillt. Und als du irritiert ich dich... Ich mache jetzt auf Aufnahme. Du hebst... die Hand, drückst auf den Knopf und in dem Moment packt dich jemand und schüttelt dich. Jemand schaut dir ins Gesicht, eine Person mit blutunterlaufenden Augen und grauer, fahler Haut, die Augen auch weit aufgerissen, Schutzkopfhörer auf, schüttelt dich und schreit dich an in... Du kannst kein Englisch, richtig? Nee, aber ich erkenne, wenn Englisch gesprochen wird. Ja. Und schreit dich auf Englisch an. Ich schau kurz an ihm vorbei, wo... Ist das unser Raum? Nein. Du siehst hinter ihm einen schmalen Gang, der mit einer Warnbeleuchtung kreisenden orangenen Lichtern erhellt wird, die dir in die Augen stechen. Aber du stehst jenseits von einem Schott, das offensichtlich sehr gesichert war und jetzt offen ist. Ihr seid beide in einem sehr engen Raum. Hinter dir, du merkst selbst, du hast Kopfhörer auf, also Kopfschütze auf. Ja. Hinter dir hörst du jemand anderen, der auch auf Englisch flucht oder schimpft. Und als du dich umschaust, rechts und links von dir sind sehr stabile Stahlkonstruktionen. Fast ein bisschen wie hohe Regale zu einem sehr speziellen Zweck. Und auf diesen Stahlkonstruktionen liegen lange aerodynamische Konstrukte mit einer Reihe von kleinen Flügeln jeweils an ihrem unteren Ende und den glatt und sauber vernieteten Metallteilen von Militärtechnik. Okay, haben die Uniformen an? Die haben Uniformen an, ja. Sind das Amerikaner? Amerikanische Marine. Und der Typ schreit mich immer noch an, ich... Der zeigt in den Gang hinaus, zeigt dich an, macht eine Geste, die offensichtlich andeuten soll, dass du verrückt bist und schubst dich dann rückwärts, dass du dir offensichtlich mit der Hinweis, dass du dich auf den Boden setzen sollst. Okay, mach das einfach mal und schau mich weiter um. Das heißt, was ist das für ein Raum, in dem ich hier plötzlich bin? Ist das auch eine Funkanlage oder ist das irgendwie so ein... Nein, es ist ein Lagerraum, der eben voll ist mit diesen Metallkonstrukten, auf denen die... Ja. Die sind kleinen Flügelchen dran. Flugkörper, die Marschflugkörper, Bomben. Okay. Etwas in der Art liegen. Okay. Der bullige Mann, der dich zu Boden geschubst hat, wenn du dich umschaust, dreht sich um und fängt an, die Tür wieder zu verschließen, die offensichtlich etwas verzogen ist. Und du siehst draußen auf dem Gang jemanden langsam näher kommen, der wie ein Pendeln in einem Metronom bei seinen etwas unsteten Schritten von rechts nach links schwankt in dem Gang. Und hörst ein leises Sirren, ein Summen und ein Zwitschern wie Walgesang und Vogelstimmen, die anschwellen. Und schreckst auf und reißt den Finger von der Aufnahmetaste. Ja. Irgendein russischer Fluch. Ach du Scheiße, ich reiß mir die Kopfhörer wie runter. Schau auf meine Hände, schau runter, schau mich im Raum um. Ist hier irgendjemand? Die Tür rüber in den Aufenthaltsraum steht noch offen und du siehst, dass Genosse Balik und Genosse Doktor reingekommen sind und dass dahinter jetzt einen toten Vogel dabei haben und hinter ihnen geht wieder die Tür auf und Dasha und Kanat kommen herein. Okay, ich bleib erstmal fassungslos sitzen und starre zur Tür. Hab immer noch die Kopfhörer in der Hand. Egal, wer jetzt reinguckt, sieht mich. Fassungslos. Nicht Möwe. Wir müssen Beluga schauen. Wenn Beluga tot ist, Beluga ist klüger als Genosse Khrushchev. Wenn Beluga tot ist, dann... Dann? Ende. Dann Ende. Ja, fantastisch. Gut, dann ich beginne trotzdem kurz mit der Möwe und... Tovaric, ist alles mit Ihnen in Ordnung? Rufe ich rüber in den Funkraum. Ich, die,
keine Wahlgesänge da draußen. Die Mikrofone funktionieren soweit wie ich. Ja, fantastisch. Dann haben wir. Tom, magst du mir mal kurz einen Wurf auf geistige Stabilität geben? Ja. Also gerne. Du versuchst unter deinen Stabilitätswert zu kommen. Natürlich, ja. Ja, für eine glatte 40, ja. Dann verlierst du nur einen Punkt geistige Stabilität. Okay. So war den Joris kein Grund, so zu schauen. Sie machen das ganz fantastisch. Das oben scheint ja repariert zu sein. Jetzt können wir weiter im Ablaufplan machen. Wir sichern die Station vor einem Sturm, würde ich sagen. Und wir sollen immer noch prüfen, ob das nicht eine Explosion war. Es ist nicht ganz korrekt. Offensichtlich haben wir unsere Radaranlage komplett verloren. Ja. Ah. Was ja? Ah, habe ich gesagt, nicht ja. Radar, Ohr ist weg. Das erfahren wir jetzt erst. Tovaric Dasha, ist das etwas, was wir schnell reparieren können? Bitte? Radaranlage. Vorausgesetzt. Können wir schnell reparieren? Genosse, vorausgesetzt, wir wissen, wo die Radarschüssel ist. Und es kommt darauf an, was kaputt ist. Genosse Bali, haben Sie gesehen, wie sie runtergefallen ist? Oder? Nein. Gut, dann suchen wir doch vielleicht mal. Ja. Tovaric Balek sucht die Radaranlage. Tovaric Valeri kümmert sich um die Möhre. Tovaric Boris guckt nach dem Ablaufplan. Tovaric Dasha, machen Sie, was Sie für richtig halten. Jawohl. Also bitte nur schnell zur Sicherheit. So eine Radarantenne ist ja noch nicht das Auffälligste an so einer Anlage. Das Ding ist tatsächlich oben vom Turm verschwunden. Ja. Okay. Mhm. Also ihr habt kein Hochleistungsradar. Also der Durchmesser ist noch sozusagen mit zwei Armen erfassbar. Das ist ein kleines Schiffsradar quasi, ne? Hm. Ah, Tovaric Dasha. Können Sie noch einmal durchgehen, ob es vielleicht zu dem Zeitpunkt eine Explosion unter Wasser gab, als dieser Windstoß kam? Wir haben da doch Aufzeichnungen, oder? Vorausgesetzt, das Radar hat es soweit überlebt, ja. Das Radar ist schwarz, aber wir können sehen, was halt mit das offensichtlich da draußen ein Schiff war. Und zwar aus der Richtung, aus der die Beluga-Wale angetrieben wurden. So viel ist sicher. Momentan herrscht unter Wasser gewissermaßen Totenstille. Also ist kein Knurren von irgendwelchen Fischen zu hören, es ist gar nichts zu hören, es ist totenstill. Widmet also, sich der Doktor währenddessen der Möwe oder ignoriert er die Anweisung? Ich verstehe davon sowieso nichts. Ich schaue mir mal das arme Tier an, das ja von außen nicht gerade verletzt aussah. Nein. Dann probiere ich es tatsächlich so gut ich kann. Humanmedizin, Tiermedizin. Aber ich schaue mal, ob das da. Also, hat sich was gebrochen? Vor allen Dingen das Genick. Ist also die Todesursache, versuche ich rauszufinden. Mhm. Genick ist nicht gebrochen. Einer von den Flügeln ist gebrochen, aber das kann auch durchaus durch den Aufprall geschehen sein, höchstwahrscheinlich. Aber als du beim Testen des gebrochenen Genicks den kleinen Kopf der Möwe hin und her drehst mit den Fingern am Schnabel, spürst du eine Art Vibration, ein Zittern, ein leises unter deinen Fingern. Okay. Ich habe übrigens graue Lederhandschuhe an. Mhm. Okay. Und du bist ein bisschen leise, vielleicht kannst du... Ah ja. Hallo! Jawohl, Doktor. Fantastisch. Ein Zittern, wenn ich am Genick teste, ja? Und wenn du dann mit den Fingerspitzen genauer versuchst, das auszumachen, hast du das Gefühl, dass der Schädel ganz leicht vibriert unter deinen Fingern. Sichtbar oder nur fühlbar? Fühlbar. Wie also das Fell einer angeschlagenen Trommel oder wie eine Tongabel, Stimmgabel. Mhm. Ich nehme mal den ganzen kleinen Möwenkopf vorsichtig in meine Faust, ohne es zuzudrücken. Bleibt das Zittern? Dann, du spürst tatsächlich ein leises Vibrieren in deinen Knochen. Also das sich überträgt von dem Schädel des toten Vogels. Gut, dann lege ich selbigen ab. Ja. Die Möwe ist tot. Ja.
Aber Balexit hat ja gesagt, ich sollte mir den Wal nochmal anschauen. Ich überlege gerade im Kopf, oh Gott, wenn der Wal zittert, platzt mir der Schädel. Die Wale. Also wenn er sowieso rausgehen soll, um unsere Satellitenschüssel da zu suchen, würde ich ihn begleiten. Ja, zu dem Zeitpunkt bin ich draußen. Ich werde zuerst einmal kurz nach der Radarantenne suchen, aber ich bin in einem extrazeitlichen Gewissenskonflikt und ich muss zu dem Wal hinunter. Daher nutze ich den Vorwand aus. Ich rede mir selber ein, dass die Radarantenne sicher runtergefallen ist von der Station und unten im Wasser liegt und der muss ich runter. Das heißt, du möchtest nur grob einmal... Ich muss zu Beluga, das ist... Und gehst runter zu den Walen. Doktor Sobolev folgt dir dann vermutlich relativ rasch. Was macht der Rest währenddessen in der Station? Boris Dasha? Das heißt, wir haben da ein Schiff, das nicht unseres ist, im Nordpolarmeer. Ich verifiziere die Datenangaben. Einen Moment bitte. Sollten wir das... haben wir noch Kontakt zu unseren Kontaktleuten? Einen Moment bitte. Ja, wir müssen sowieso, wenn es irgendwie geht, müssen wir natürlich die Zentrale benachrichtigen oder das Kommando benachrichtigen, dass hier ungewöhnliche Dinge passieren. Nein. Nicht? Maric Boris. Ja. Wir haben hier alles im Griff, oder? Wir haben für alles Ablaufpläne. Es passiert nichts Ungewöhnliches. Wir haben einfach nur eine Sichtung eines nicht identifizierten Schiffes. Wir haben den Komplettausfall der Radaranlage. Wetterbedingter Ausfall der Radaranlage. Genau. Ja, wenn ich den Jakuten richtig verstanden habe und mich erinnere, wie der draußen aussah, ist sie komplett abgerissen. Wollen Sie irgendwann von hier weg? Ich habe Sie schon verstanden, natürlich. Werden wir hier tadellose Arbeit leisten? Natürlich. Ich, Dasha, ich helfe Ihnen mal ganz kurz. Danke. Ich möchte zwei Dinge tun und möglichst ohne, dass er es mitkriegt. Ding Nummer eins, ich möchte gerne tatsächlich gucken, ob wir irgendwas auf dem Radar haben, kurz bevor dieses Phänomen eingetreten ist, dass es uns die Schüssel weggeschossen hat. Jetzt fragst du tatsächlich was Spannendes, ob Radar aufgezeichnet wird. Was dann ich hingehört. Genau, entweder das. Möglichkeit Nummer zwei, ich habe ja so einen Verdacht, was passiert sein könnte. Haben wir einen Geigerzähler? Ja. Wunderbar, dann würde ich den doch mal subtil einschalten. Währenddessen nicke ich freundlich zu allem, was Genosse Boris sagt. Dein Geigerzähler, der klickt alle paar Sekunden mal leise vor sich hin. Ganz normale Hintergrundstrahlung. Beruhigend. Tatsächlich, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen unser Politbüro-Kollege. Ist der immer noch im Raum? Ja, ich schätze mal, wenn er nichts anderes gesagt hat. Natürlich. Genosse, wären Sie so freundlich und könnten ganz kurz im Büro vorbeischauen. Dort haben wir noch eine Bedienungsanleitung für die neuen Anlagen hier. Neu! Zweite Schublade von oben. Ja, selbstverständlich. Das ist sehr nett. Ich warte das ganz hervorragend, Tovaric. Ganz hervorragend. Danke. Ich warte, bis er draußen ist. Und hole die Ablaufpläne. Ja. Ja, schau. Tovaric, Boris, hier ist. Was war der Grund, dass du vorhin geglaubt hast, dass wir es mit Amerikanern zu tun hätten? Das war nur so eine Ahnung. Manchmal denkt man ja so. Ich bin kurz eingedeckt heute Morgen und ich habe gedacht, ich hätte was gehört auf den Kopfhörern und die haben Englisch gesprochen. Und da war dieser Schokoriegel. Der was bitte? Der Schokoriegel. Du kannst den fast noch wieder schmecken, wenn du dran denkst. Da war dieser Schokoriegel. Ich habe diesen Schokoriegel gegessen und da habe ich dann gedacht, okay, das ist ein Traum. Und dann gab es diese, ich weiß nicht, Explosion oder so, aber ich bin eingeschlafen. Passiert. Ich stehe auf, ich mache die Tür zu zum Funkraum. Oh. Mach drin. Ascha,
ich habe hier auch eben an der Funkanlage gesessen. Ich habe. Das bleibt aber unter uns. Moment, habt ihr gerade den Politoffizier allein im Aufenthaltsraum sitzen lassen? Sonst halten die uns hier noch für Nein, nein, ich gehe in den Raum von Boris. Ich bin Boris. An einem anderen Ort gewesen. Ja. Ja, auf einem U-Boot. Einem amerikanischen U-Boot. Ich weiß nicht, ob es ein U-Boot. Also ich guck doch mal wieder zur Tür. Oder ein Boot. Ein Boot, richtig, genau. Die haben dort irgendwie so moderne, die Dinger sahen sehr aerodynamisch aus, wie Raketen oder ich weiß nicht genau, was es genau gewesen ist. Auf jeden Fall, ich wurde zusammengebrüllt von irgendeinem amerikanischen Offizier. Was hat er denn gesagt? Ich weiß es nicht, ich verstehe kein Englisch. Ich bin gut in Chinesisch und Japanisch, aber... Genauso können Sie das wiederholen, was er gesagt hat. So grob. Nein. Aber ich hab das aufgenommen. Zumindest einen Teil könnte ich aufgenommen haben. Aber das hören Sie sich bitte alleine an, bevor der Genosse wieder da ist. Du meinst, der in der Tür steht? Also ich habe doch die Tür zugemacht, was macht denn sie? Und gerade die Tür auf. Achso, die Tür geht wieder auf. Ja, dann sofort. Hier, Anleitung für ein XPR378, Sie wissen schon. Fantastisch, das ist genau das, was wir brauchen. Würde ich sagen, haben Sie schon was gegessen? Ja, ich habe gefrühstückt. Ach so. Ich wollte das Lamm zubereiten, aber wir müssen doch erstmal die Station. Andererseits, wenn das kein Sturm ist. Haben Sie mittlerweile herausgefunden, ob wir die Zentrale benachrichtigen können? Ausgeschlossen, niemand kann benachrichtigt werden. Aktuell ist es technisch noch nicht möglich. Das wird wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern. Ja, dann würde ich sagen, bereiten Sie einfach Ihr Lamm zu. Mehr können wir ja gar nicht tun. Ich werde mir mal die Unterlagen durchlesen. Und Dasha, Sie wissen doch, was zu tun ist. Jawohl, Genosse. Auch die Aufnahmen vielleicht noch einmal anhören. Jawohl. Genau. Dann, Kaffee drüben. Ich würde sagen, wir schreiben unsere Berichte und Tovarisch Dasha, Sie kümmern sich darum, dass wir wieder Kontakt zur Zentrale haben. Das ist jetzt Priorität 1. Wenn Sie Balek brauchen oder sonst wen, machen Sie das einfach. Jawohl. Gut. Apropos Balek. Balek und der Doktor sind draußen. Der Sturm, also wo gerade eben vermutet wurde, dass es vielleicht gar kein Sturm ist, ist aus eurer Sicht definitiv einer. Du hast wieder Knacken auf den Ohren und der starke Wind presst wie ein feuchtes Tuch einem ins Gesicht, versucht einem den Atem zu rauben und die halbgefrorenen und teils ganz gefrorenen kleinen Tropfen stechen wie Nadeln. Balek ist das gewohnt. Dr. Sobolev wünscht sich, dass er niemals sich daran gewöhnen wird müssen. Ja, ich habe auch. Inzwischen sind drei Wale tot an den Strand gespült worden. Naja, was man hier Strand nennt. Papa Beluga, Mama Beluga. Und der dritte ist Onkel Beluga. Tovarisch Baleksit. Wir sind hier unter uns. Ich habe ich hole aus dem wirklich dick gefütterten Mantel und Schal ein kleines Aufnahmegerät. Ich habe mir Schwester Möwe angeschaut und so wie es aussieht, also mal ganz unter uns, die war tot. Ja. Ich bin völlig fasziniert, dass du ein Herz hast und Schwester Möwe sagst, du schau dich tatsächlich an. Ja, also, schön, sie war tot und ich glaube nicht, dass sie irgendwie durch einen Sturz, völlig egal, ich bin kein Tierarzt, aber sie hat noch irgendwie, wie sagt man das jetzt am besten? War nicht ganz tot. Doch, vollkommen. Biologisch gesehen tot. Aber aus ihr heraus, meine Hand hat gezittert, als würde man sich den Musikknochen anschlagen. Verstehen Sie? Ein Zittern, ein Surren, ein Summen, was meine gesamte Hand, als ich den Kopf angefasst habe. Vom Kopf ausgehend ein Vibrieren. Neben euch klatscht etwas zu Boden. Töten Sie es. Es ist reglos, eine weitere Möwe. Gute Arbeit. Und dann eine weitere mit einem trockenen, knackenden Geräusch, als sie auf das Geröll stößt. Das ist ein ungewöhnlicher Sturm. Noch eine. Schnee wirbelt um euch herum und in dem Schnee die leblosen Körper von verschiedensten Seevögeln, die um euch herum einschlagen. Wie Hagel.
weiße Federn durchsetzt mit einzelnen schwarzen Punkten, aufgerissene Augen, gelbe Schnäbel, zusammengekrallte Füße. Um euch herum regnet es ein Schwarm von Vögeln. Alexet. Ich verstehe das Signal sofort und gehe natürlich sofort zum Beluga. Ich muss mich jetzt um Beluga kümmern. Ich muss nachschauen, ob Beluga noch lebt. Psychologis Profiltag 174. Ich bin mit dem Jakuten draußen. Würfel mal auf Glück. Ich würfel auf Glück. Ja. Ben, genau. Oh, Dr. Sobolev, Entschuldigung. Wenn du den dann... Arzt! Glück ist nicht wissenschaftlich. Und deshalb, 46. Glück. Wo war denn Glück? 45. Um eins nicht. Um eins nicht. Etwas trifft dich wie ein Peitschenhieb und schlägt dir dein Aufzeichnungsgerät aus der Hand, wirft dich beinahe zu Boden, deine Brille rutscht dir halb aus dem Gesicht und neben dir knallt etwas zu Boden mit einer erstaunlichen Wucht, die Steine hochspringen lässt. Du hast Glück im Pech gehabt, hättest beinahe tatsächlich die Hauptwucht abbekommen, ein riesiger Albatros. Mit einer Spannweite, die weiter ist als deine ausgebreiteten Arme, ist neben dir eingeschlagen wie eine Haubitze. Und ein Flügel, der dich gestreift hat, hat mit dem Schwung seines Sturzes dir die Brille aus dem Gesicht gefegt und dich taumeln lassen. Alexet! Der Wal. Sie werfen die mit Flügeln. Der Wal ist tot. Ja, ich beug mich so drüber und versuche trotzdem irgendwie lieb zu haben. Kontakt zu haben. Seine kleinen dunklen Augen, also vergleichsweise zu der Masse des Tieres dunklen Augen, stehen offen und du glaubst sogar einen hellen Rand, um die dunkle Pupille und Iris zu sehen. Und einzelne kleine Tröpfchen von Blut, schon teilweise gefroren, die darum aus der Tiefe hervorgedrungen sind. Sein schnabelartiges Maul steht offen und die gewölbte Stirn ist so halb in den Schotter des Strandes gegraben. Du wirst dich darüber, über das tote Tier? Ja, und jetzt spreche ich sofort jakutisch. Du spürst unter dir, wo du dich auf den Schädel und den Leib des toten Wals gelegt hast, eine Vibration, ein leises Zittern in dem Körper, das durch die Knochen, die Fettschichten nach außen dringt. Sag mir, was wir falsch gemacht haben. Was haben wir? Wir haben irgendwas falsch gemacht. Warum müsst ihr... Du warst 174, Moment, der... Du warst, Valerie! Ich bin da. Er hat noch... Da ist noch Kraft. Da ist noch Kraft, Was auch? Oh. Sie haben schon die toten Vögel gesehen. Ich wurde gerade von einer riesigen Riesenmöwe fast erschlagen. Wer denn alle? Fallen alle Vögel jetzt dort vom... Hier, das ist es. Es macht so. Ja, Stethoskop. Schau mal, was es macht. Du hörst einen Klang, kein Geräusch von Flüssigkeit im Gewebe, kein Atem, kein Herzschlag oder sonst irgendetwas, was dir vertraut wäre, sondern du hörst einen hellen, singenden Ton, einen Pfeifen und zwitschern, als würde der Wal lebendig noch singen, aber das sollte in jeglicher Hinsicht unmöglich sein, dass du es dann so hörst. Und dir werden deine Knie weich. Und du blickst durch eine schmale Öffnung von einer Stahltür, die eigentlich sauber in ihre Öffnung hineinpassen sollte. Jemand schaut, drängt sich neben dich, du riechst Schweiß, Angstschweiß eines Mannes ziemlich eindeutig und Tabak. Und irgendetwas, was fast wie Parfum, nur relativ herb ist. Und dann murmelt dir jemand etwas ins Ohr. Spricht der Doktor Englisch? Nein. Russisch. Unverständliche Worte, die dir der andere ins Ohr murmelt. Ich drück den weg. Allein wegen dem Gestank. Du hast einen Ohrschutz auf, das merkst du direkt. Vor dir ist ein Gang, in dem ein regloser Leib liegt. Ach ey. Ja, ich gehe auf diesen Leib zu, da bin ich doch Doktor. Tovarisch? Tovarisch? Sagt jemand hinter dir mit einem sehr verblüfften, durchdringenden Tonfall und er spricht es ganz furchtbar aus. Tovarisch? Das R ist vollkommen falsch. Was wollen Sie denn? Dieser Mann braucht Hilfe. Wer sind Sie überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Der andere weicht von dir zurück und blafft dich wütend an. Währenddessen
Balik sieht, der Doktor hat seltsam mit seinem Gerät an dem Wal gelauscht und jetzt richtet er sich auf und schaut sich um. Und dann schaut er dich an und schaut den Wal an und schreckt vor dem Wal zurück und fängt an, in einer dir unbekannten Sprache vor sich hinzuschreien und zu gestikulieren, tastet es in sich runter, schaut aufs Meer hinaus, schaut dich an. Er ist vollkommen klar, er hat jetzt endlich mit den Geistern Kontakt aufgenommen und seine Seele ist doch gerettet. Er scheint den regelrechten Feindstanz aufzuführen, spricht in Zungen. Und dann spreche ich ihn auch an. Du kannst es auch hören? Er antwortet in seiner Sprache, macht komische Gesten, deutet auf seine Ohren, deutet dann auf das Meer hinaus, auf die Wale und schaut dich fassungslos an. Währenddessen beim Doktor, der Mann, der dir gegenübersteht, zieht langsam eine Waffe aus dem Holster. Und richtet sie, den Finger noch nicht am Abzug, aber doch in deine Richtung. Ganz ruhig, ich will diesem Mann helfen. Ja, ganz ruhig, nicht Angst haben, ich tu nichts. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Der andere Mann, jetzt bei Balixi, schaut ihn an und scheint zu überlegen und dann fängt er an zu pfeifen und zu summen. Und dann zwinkert er. Dr. Sobolev steht vor Balixi, der ihn verwirrt ansieht. Dann umarme ich ihn jetzt einmal, weil er endlich zu den Tieren gefunden hat. Du hast vorhin jemand weggestoßen, weil er nach Schweiß und Aftershave gerochen hat. Und jetzt bekommst du den gesamten Duftschatz von einem Mantel aus Tierfellen. Ode, Balexi. Wo waren sie? Wo waren sie denn eben noch? Du warst? Alles gut, du hast es gesehen. Wissen Sie, was ich gesehen habe? Ich war nicht hier. Ich war woanders. Ich war in einem... Man hat auf mich eingeredet. Ich glaube, die Funkerin hat recht. Ich glaube, die Amerikaner sind da. Du hast gehört. Ich sah, da lag jemand, ein Verletzter, ein Toter. Ich weiß es nicht. Da, wo der Wal war. Ich habe den Wal gehört. Hier. Ich stecke den Stethoskop in die Ohren und führe ihn zum Wal und halte es an dieselbe Stelle, wo ich gehört habe. Na gut. Also ob das Gehör besser machen könnte, dieses Zeugs. Wollen wir kurz mal überprüfen, während du an dem Wal lauschst, beziehungsweise dich anschickst, an dem Wal zu lauschen, was die anderen drei machen? Nichts offensichtlich. Doch, auf jeden Fall. Ich höre die Aufnahme, hoffentlich, die mir angepriesen wurde von Genosse Boris. Ist nur die Frage, ob es irgendetwas von dem, was er gehört hat, aufgezeichnet hat oder nicht. Du stellst fest, er hat tatsächlich eine von deinen Kassetten überspielt. Das heißt, auf einmal mitten in Westmusik setzt ein Knacken und Zischen und dann ein helles Flöten an. Und deine Augenlider flackern und du stehst auf einmal in einem mit Warnleuchten erhellten engen Gang und vor dir steht jemand mit erhobenen Händen, der dich erschrocken anschaut und auf Russisch sagt: Ja, ist ein Mann, der ist verletzt, dem muss ich helfen. Dann schüttelt es den, und du stellst fest, du hältst eine Waffe in der Hand. Von einer Bauart, wie du sie bisher noch nie gehalten hast. Und du hast sie gerichtet auf den Mann, der vor dir Russisch gesprochen hat und der jetzt auf Englisch weitermacht. Und entsetzt auf die Waffe schaut und auf dich schaut und sich umschaut. Und am Boden liegt tatsächlich eine Leiche, stellst du fest. Leiche, also dem Mann ist nicht mehr zu helfen. Ja. Habe ich den erschossen? Naja, du erinnerst dich nicht dran. Also wurde der erschossen vermutlich mit dieser Waffe? Ich habe in einer Munitionsfabrik gearbeitet. Wurde diese Waffe gerade abgefeuert? Du drehst sie hin und her, legst deine Hand kurz hinten auf den Feuermechanismus. Der ist wärmer, als er sein sollte. Die wurde vor kurzem abgefeuert. Scheiße. Was ist passiert? Ich versuche es mit meinem besten Ausgeh-Englisch. Dann würfel doch mal auf Englisch. Ja, was habe ich denn? Nicht so viel. Vielleicht spricht der gute Mann ja auch Deutsch, das ist besser. Aber mal gucken. Oh, nur knapp daneben. 50 von 40. Der schaut dich an.
Man sagt dann auf Englisch, du kriegst so zwei Drittel von dem, was er sagt, mit. Und immer so ein paar Sekunden, nachdem er es gesagt hat, holt dein Gehirn auf und fängt an, dir zu vermitteln, was er gesagt hat. Und im Endeffekt kommt rüber, was für eine Scheiße, was für ein Blödsinn, nimm die Waffe runter. Ich habe keine Ahnung, ich habe einen Wal gesehen und so einen kleinen Holzimmann. Und eigentlich, du weißt genau, was passiert ist. Wir müssen da raus und den Kurs ändern, das müssen wir. Kurs ändern. Warum? Weil die da aufs Festland zu halten. Wir können nicht mit... Wenn alles hier... Seitdem sie den Ton gehört haben und damit bist du wieder vor deiner Anlage. Die Aufzeichnung ist zu Ende und du wirst von den ersten Gitarrenriffs eines Rockstücks, das du auf bestimmten Kanälen erhalten hast, aus deiner Vision gerissen. Oh, das ist viel besser. Gut, ja, dann... Oh, scheiße, aber ist das... Hab ich das gehört oder ist das auf dieser Aufnahme drauf? Ich spur ganz kurz zurück. Du hörst nur den sirrenden Ton und spürst, wie deine Lieder schon wieder schwer werden? Oh, nein, ich mach's aus! Und kannst dich gerade eben noch stoppen. Okay. Ich brauche Schnaps. Was macht währenddessen Kanat? Kanat wollte tatsächlich anfangen, das Lamm auseinanderzunehmen, hat dabei aber ein Fenster passiert, nachgedacht und ist dann zu Tovarisch Boris wieder zurückgegangen. Mhm. Tovarisch Boris? Ich habe gerade einen Flachmann rausgeholt. Genosse? Sagen Sie, hatten Sie als Kind schon mal Läuse und Flöhe? War das jetzt eine persönliche Anspielung? Das war eine Frage. Nein. Läuse. Aber sowas kommt vor, oder? Ja, ich... Also könnte es sein, dass wir eine Explosion da draußen hatten und ein Schiff da ist und gleichzeitig zieht ein Sturm auf? Also, wenn wir hier gerade mal alleine sind, Genosse, wenn das stimmt, was er ja gut erzählt hat, dieses Licht irgendwie... Wie gesagt, ich habe leider nur die Hälfte mitbekommen. Er hat ein Licht gesehen. Er sprach von Polarlicht, als er vorhin irgendwie reinkam. Wir haben eine Druckwelle mitbekommen. Irgendetwas hat hier in dieser Station gerissen. Wir da draußen treiben, das hat drei tote Beluga-Wale. Wir haben eine tote Möwe. Ich würde sagen, wir haben es hier mit etwas Größerem zu tun. Ja, und? Wir sollten auf jeden Fall vielleicht den Doktor reinholen, um herauszufinden, was die Expertise gebracht hat. Und dann ist da vielleicht noch etwas. Die Funkanlage scheint immer noch etwas gestört zu sein. Also ich kann nur hoffen, dass Dasha sie reparieren kann. Wo wir vom Doktor sprechen. Gut, dann machen wir genau das. Mhm, ja. Hervorragende Arbeit. Tovarisch. Danke. Mhm. Der Doktor steht neben dem Wal und hat das Stethoskop an Balexit gegeben. Der presst die kleine Metallscheibe an die Stirn vom Beluga. Ja, das ist so unanständig, das mache ich nicht. Lauschen Sie. Der Wal will mir auf ich was sagen, also stecke ich jetzt den Kopf in den. Ich mache den Mund von dem Wal sehr vorsichtig auf, stecke den Kopf rein und dann werde ich versuchen, das von innen zu hören. Du presst sozusagen dein Ohr gegen den Gaumen. Richtig, genau das. Ich verstehe genug davon, wie dieses Tier funktioniert, dass ich das genau an gleiche Stelle von innen sozusagen höre. Und dann versuche ich, sprich mit mir. Was mit mir? Was singst du? Das ist... Dein Kopf passt vielleicht gerade eben in das Maul rein. Du vermeidest dir die Haut an den kleinen kegelförmigen Zähnen im Kiefer aufzureißen und presst dein Ohr dagegen, murmelst auf Jakutisch vor dich hin. Und dann spürst du durch die ledrige, tote Gaumenhaut tatsächlich ein leises Sirren, ein Klingeln. Und kurz siehst du einen engen Raum aus Metall, orangenes Licht, das sich dreht und flirrt vor dir, eine große Gestalt mit einer Waffe, die sich zu dir umdreht und leise mit einem ergebenen und finsteren Tonfall ein paar Worte zu dir sagt, die du nicht verstehst. Der Arzt währenddessen
sieht, wie Balik sieht, anfängt, sich aus dem Maul des Belugas zu befreien und dabei grell schreit und versucht, sich den wegzuschieben. Das ist nicht Balik, Entschuldigung. Also Balik sieht's Körper. Mhm. Und dich anschaut, im Kreis dreht, mit den Armen wedelt, auf den Wal schaut, wieder dich anschaut und dann wieder auf Englisch etwas sagt. Ich hab's ja nicht verstanden. Sie dürfen nicht auf ihre... Sie müssen schon Russisch mit mir sprechen. Ruski! Was meinen Sie? Also ich setze das fort. Er hat gerade den Kopf in den Wal gesteckt. Kein Wunder, dass er so reagiert. Und er bückt sich und fängt an, in den Permafrostboden eilig etwas reinzuritzen. Und das eine sind grob die Umrisse eines Bootes. Und dann daneben drei Dreiecke mit den Spitzen zueinander geordnet. Spitzen, was malen sie denn da? Hört, ja, jetzt, ich schüttel ihn. Schüttelst ihn. Balixi, du wirst geschüttelt. Du musst zuhören. Du musst zuhören. Ich höre Ihnen ja zu. Sind Sie da, Balik? Wir sind in der Geisterwelt. Nein, wir sind in einem verdammten kalten Sturm und Vögel fliegen um uns herum, tote Vögel. Und Sie haben mir hier etwas gemalt. Wir sind bei den Ahnen von den Feinden. Gut, das nehmen wir mal so auf, das können wir für später verwenden. Ahne, Feinde, alles klar, das kam von den Jakuten. Neben euch zittert der Körper des Wals, bebt und die Schädelteil explodiert. Ihr hört ein grelles Sirren und Zischen, den Ton, den ihr eben schon gehört habt, für einen Moment. Und kurz steht ihr beide in einem Raum, rings um euch die langen, zigarrenförmigen, metallenen Körper auf den Regalen, hinter euch orangenes Licht. Und ihr schaut gegenseitig, jeweils auf eine andere Gestalt, die etwas fassungslos reinschaut, in einer amerikanischen Marineuniform. Der Doktor schaut an sich runter und hält eine Waffe in der Hand. Ich drehe mich um und renn weg. Richtung dieses Leuchten. Weg von des Leuchtens. Du stellst fest, du hast so einen Kopfschutz auf den Ohren. Am Boden liegt eine Leiche, über die du beinahe kurz stolperst. Und dann läufst du in einen Kontrollraum hinaus, wo ganz viele von diesen elektrischen Lichtern und Hebeln und Bildschirmen und dergleichen sind. Und da siehst du einen weiteren Mann, der sich über eine von diesen Sachen gebeugt hat und zu dir hochschaut und dich panisch anschreit und Gesten macht, dass du offensichtlich nicht weitergehen sollst. Der Ton wird immer intensiver. Ein Schmerz bohrt sich durch seinen Schädel. Was macht der Doktor? Der Mann dir gegenüber ist aufgesprungen und rannte an dir vorbei, hat dich sogar ein bisschen angestoßen dabei und in einen Gang hinunter, wenn du guckst, das orange Licht, das sich dreht, eine Leiche am Boden. Bin ich mir bewusst, Doktor zu sein? Du bist der Doktor, aber wenn du runterguckst, das sind nicht deine Hände. Du hattest eben keine Waffe, das ist nicht deine Uniform, das ist nicht die Umgebung, aber wo du gerade warst. Ist es das nicht oder erkenne ich die Umgebung mit der Leiche wieder? Nur aus die erkennst du wieder, ja. Ah ja, okay. Das heißt, ich bin jetzt im... Ja. Und mein früheres Ich war an dem Punkt, wo ich es also ist das jetzt. Ist weg, siehst du nicht. Ist? Ja, okay, alles ganz weg, okay. Was ist hinter mir? Doch, auf der einen Seite ist der Raum mit den aufgestapelten Flugkörpern. In die andere Richtung ist der schmale Gang mit den orangenen Lichtern und der Leiche. Gut, ich schau mir. Mit gezogener Waffe diese Flugkörper an. Haben die Schriftzeichen? Englische, ja. Nummern und englische und lateinische Buchstaben und ein kleines Symbol. Drei gelbe Dreiecke. Okay, fahre ich mal drüber. Hallo? Und ihr seid beide wieder zurück. Ihr seid aber ein gutes Stück von dem Wal weg. In Richtung der Station. Ja, ich schaue sofort zu den Walen. Ist der Wal wirklich explodiert? Der ist aufgeplatzt, der Schädel ist offen. Und das, was das Gehirn sein sollte, fließt als eine zähe Flüssigkeit raus. Können wir dieses Zeichen auch deuten? Es ist zu viel auf einmal. Es ist sein Kopf ist aufgeplatzt, weil es waren beide. Es sind unsere Geister und ihre Geister. Ich will meinen Geist da raushalten. Wir müssen zurück zu den Genossen
Grilov und Smirnov ganz, ganz, ganz dringend Bericht erstatten. Waren das die Amerikanski? Ich fürchte ja. Ich fürchte das alles hier. Kann ich eine Durchsage machen? Haben wir irgendeinen Lautsprecher oder so? Selbstverständlich habt ihr ein Lautsprechersystem. Wie soll denn ansonsten Genosse Krylow seine aufmunternden Lesungen aus Anweisungen und Depeschen aus Moskau übertragen? Okay, okay, prima. Ich würde gerne auf Broadcast stellen. Mhm. Und wenn ich sicher bin, dass mich alle hören kann, sage ich, Achtung, Achtung, Genossen! Ich befürchte, wir befinden uns in einer Situation, in der ein Angriff von Systemfeinden immanent ist. Ich löse hiermit Alarm Gelb 3 aus. Und dann drücke ich auf den entsprechenden Knopf, der wahrscheinlich nichts tut. Naja, es gibt auf einmal eine Sirene, die anfängt vor sich hin zu knarzen. Und ungefähr 2/3 der gelben Lichter, die blinken sollten, gehen tatsächlich an. Du bist zufrieden mit deiner Wartungsarbeit. Wir sind gerade im Büro von Boris, richtig? Wir sind eigentlich, was heißt, also wenn wir noch da stehen, wo wir waren, was ist das ganz normal der Gemeinschaftsraum? Ah, der Gemeinschaftsraum, alles klar. Ihr wolltet aber zum Büro von Boris gehen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen jeweils. Sie haben einen Ablaufplan? Wir haben einen Ablauf. Ob wir einen Plan haben, Genosse, was heißt, wir müssen improvisieren. So etwas wie das hier war nicht vorgesehen. Lassen Sie mich kurz zu Dasha gehen, sie sollte etwas überprüfen. Ich gehe kurz an ihr vorbei, gehe hier zum Funkraum. Ja, zwischendurch kam die Durchsage von Dasha. Okay, Moment mal, okay, dann unterbreche ich mich und dann laufe ich natürlich sofort zu Dasha. Ihr hört, wie in einem anderen Bereiche die Außentür aufgestoßen wird von jemandem, offensichtlich jemand Hektischem. Der Hund von Balixit, der drin geblieben ist, bellt und heult jetzt panisch und begrüßt offensichtlich aber gleichzeitig jemanden. Also es ist nicht ein feindliches Bellen, sondern ein Hilfe, 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 ich habe Angst, Herrchen bellen. Mhm. Alles gut, Arigid, ja. Alles gut. Es ist, kümmern Sie sich um den Hund. Es ist... Irgendjemand. Ja. Wir sind hier. Kommen Sie. Gut, dass Sie wieder drin sind. Allerdings. Einen Moment. Dasha, was hat denn... War irgendwas Konkretes? Was Konkretes? Ich bin ziemlich sicher, dass ein U-Boot auf uns zuhält. Ein Atom-U-Boot. Oder auf irgendeine Küste. Wir sekundieren das. Okay, was haben Sie draußen festgestellt? Wir treffen uns alle im Funkraum. Wo ist Krylov? Krylov? Grillov kommt gerade mit einem dicken, fast schon buchartigem Etwas herein, das er aufgeschlagen hat. Ein Stift in der Hand und streicht Sachen durch. Ich bin bei Punkt 7, das können wir alles nicht machen. Und man sieht da oben drauf, dass da steht Gelb 3 Ablaufplan. Ausgezeichnet. Mhm. Balexit, wenn Sie kurz das mit den Wahlen erklären können. In Ihren Worten. Die Amerikanski sind in einem Eisenwal und sie sind schon hier. Wir sind übereinander. Ihre Geister sind bei unseren Geistern. Gut, das mit den Geistern, tatsächlich Ihre Worte. Wir wissen nur nicht, wo sie wirklich sind, weil wir kein Radar haben. Okay, wir haben also mal Antworten, was hat es mit einem U-Boot wie zu tun? Alles klar, soweit schon. Einem bewaffneten U-Boot. Ist es so nah dran, dass Sie es gesehen haben da draußen? Atom-U-Boot. Ich habe das Atom. Sie wissen von den Atomen? Von den. Ist es so nah dran, dass wir es sehen können? Nein. Moment mal, Sobolev. Woher wissen Sie von den Atomen? Hören Sie, wir sind hier unter uns Fünfen plus Hund. Wir wurden da draußen, mittlerweile stirbt alles, was irgendwie fliegen kann. Ich wurde von einer Riesenmöwe fast. Die Wale platzen einfach auf. Passen Sie auf, ein Summen, ein hochfrequenter Ton, ein nervenzerreißendes Vibrieren im Ohr, im Kopf, hat mich befallen. Und ja, Sie gucken Sie nicht so. Krylov, hören Sie erst zu und dann urteilen Sie. Mich befallen und dann befand ich mich geistig und jetzt deshalb ist beides gar nicht so schlecht in diesem
Gefährt in dem U-Boot und ich habe anscheinend mit Amerikanern, die mich aber bedroht haben mit einer Waffe und da war eine Leiche und da waren diese länglichen Atomraketen. Die Amerikanski machen sich auch tot. Balek, hast du ihm was von deinem Kraut gegeben? Nein, ja, aber nicht heute. Also, Sobolev, ich bin froh, dass Sie das sagen. Dasha und ich haben etwas Ähnliches, ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich meine, Sie sind der Arzt. Und wir wollten uns bloß nicht dem Verdacht aussetzen, dass wir verrückt geworden wären. Aber als wir hier diese Funkfrequenzen oder was da auch immer in den Lautsprechern zu hören ist, wie, naja, wie gesagt, als wir es angehört haben, habe auch ich das Gefühl gehabt, plötzlich in einem anderen Raum mitzustehen. In einem hochfrequentes mehr noch in einem anderen Körper mitzusein. Ein hochfrequentes Geräusch, ein hoher Piepton. Dasha, ich habe das doch aufgenommen. Hast du irgendetwas damit machen können? Jein. Auf dem Tape ist der Kassette ist keine Aufnahme zu hören. Allerdings, wenn Sie erlauben würden, Tovaric Krylov, könnten Sie einmal kurz reinhören? Das wollen Sie tun. Ja, tun Sie. Ja, das. Könnten Sie einmal kurz reinhören? Ja. Bitte in die Aufnahme. Du musst hören. Wenn du hörst, verstehst du. Und siehst, sehen Sie. Und wir machen sie schon. Wir beobachten mir tatsächlich den Kopfhörer auf. Ja. Ich würde die Stelle, wo die Aufnahme wäre, mal abspielen. Ich bin mir ganz sicher, dass sie alle gute Russen sind. Ich werde das einfach nicht erwähnen, was hier passiert ist, und wir machen gleich einfach mit einem der Ablaufpläne weiter. Hören Sie einfach. Du, beobachten. Das ist doch überhaupt nichts. Da ich höre ein Piepen und. Dasha hat zurückgespult. Kurz hörst du noch einen. Ja. Und dann bricht es ab. Und es gibt einen hellen, sirrenden Ton. Ich höre überhaupt nichts. Und jemand packt dich an der Kehle und schüttelt dich. Und eine Faust kommt auf dich zugerast. Möchtest du versuchen auszuweichen, einen Gegenschlag durchzuführen? Oder? Zu blocken. Ich bin viel zu überrascht, um auszuweichen, zu blocken oder sonst was. Ich schreie den einfach auf Usbekisch an. Lass das! Die Faust trifft dich ins Gesicht und du gehst zu Boden. Du spürst unter dir Metallplatten, die mit einem Riffelmuster versehen sind, ziemlich deutlich durch eine Uniform hindurch und schaust hoch. Rings um dich ist ein Raum mit Technik und Buchstaben und Symbolen, die, naja, du bist ja schon durchaus gebildet. Das muss Englisch sein. Das passt also nicht. Dann schaust um dich herum, über dir steht jemand schwer atmend. Und lehnt sich langsam vor und packt dich beim Revier. We have to get closer, sagt er. Bei den anderen, ihr Was? Seht, wie Krylo sich den Kopfhörer aufsetzt, kurz flattern seine Lieder langsam ein. Und dann nach ein paar Sekunden schaut ihr hoch, schaut sich um und fängt an, auf Englisch zu fluchen, wedelt mit den Armen. Hello? Hallo? Hallo! Sie sprechen Englisch! Nur ein kleines wenig. Etwas ist auf unserem Schiff. Ein Ton ist auf unserem Schiff. Ein Ton, der uns wahnsinnig macht und umbringt. Und nur die bei den Atomsachen waren. Bei den Atom... Er malt wieder die Dreiecke. Wir sind noch klar. Aber das Schiff steuert auf euch zu. Ja. Versteht ihr? Er schlägt auf die ganzen Anlagen, auf den Stahl. Großer Resonanzkörper. Ein Mast. Ach, es will übertragen werden. Die sind alle wahnsinnig auf dem U-Boot, hat er mir gerade gesagt. Ja. Und Krylov herum, nachdem er jetzt auch von einem Amerikanski besessen ist, und werde mal von hinten kräftig packen. Sehr gut, sehr gut. Obacht, das ist ein. Der hat gesagt, die sind alle wahnsinnig auf dem U-Boot und sie wollen unseren Mast, um irgendwas zu übertragen. Und sie sind in einem Atom-U-Boot. Tovaric Krylov hat das gerade gesagt. Ja.
Die Strahlung. Die Strahlung. Ja, Atoma? Atomski? Atom? Ja. Ist das Einzige, was es fernhält? Fernhält? Die Strahlung? Sonst hört man es. Oh. Sonst was hört man es. Krilo, die Person, über dir, die auf Englisch dich angesprochen hat, hat dich am Revers gepackt und zieht dich langsam wieder hoch. Wir können doch reden, sag ich auf Russisch. Und dann sagt er leise auf Russisch, wir ändern den Kurs nicht. Wir finden eine laute Stimme und reden mit der Welt. Und dann werden wir viele. Und dann schleudert er dich zu Boden. Du verlierst das Bewusstsein, wirst wieder auf und jemand hält deine Arme hinter deinem Rücken fest. Nein, das würde ich nicht machen. Ich leg so die Arme um ihn herum. Laute Gitarrenriffs dröhnen in deinen Ohren. Und jemand fängt an, sehr aggressiv in einer dir unbekannten Sprache zu singen. Kanat! Bist du wieder du? Kanat! Was? Bist du wieder du? Verzeihung, soweit, Krylov, aber das war notwendig, damit sie verstehen. Leutnant Krylov, darf ich ihn loslassen? Was? Ja, lassen Sie ihn los. Sind Sie davon überzeugt, Kanat, dass das glaubwürdig ist, was wir gesagt haben? Nein, aber wir machen trotzdem das, was Sie sagen. Okay, was hat der Kerl gerade eben erzählt? Sie haben es verstanden. Er hat gesagt, dass... Was? Aus Ihrem Körper hat jemand gesprochen, was hat er offensichtlich nicht in Ihrem Körper gehört? Genau, aber Kuznetsova hat ihn verstanden. Nein, mir hat jemand etwas erzählt. Ihnen auch? Ja? Ja. Und? Was denn? Etwas auf Russisch, aber es war ein Amerikaner. Er sagte, wir ändern den Kurs nicht. Wir wollen übertragen, damit wir viele werden. Und es gab einen Kampf. Jemand hat mich geschlagen, obwohl ich glaube, ich war auch nicht ich. Ich renne zum nächsten Fenster Richtung Explosions, wo immer das alles herkommt und schau mal, was ich was da draußen sehen kann. Dann würfel doch mal auf Verborgenes erkennen, wie scharf deine Augen sind im Sturm, im Nebel. Alexet hat recht, die bekämpfen sich da auf diesem Boot, die töten sich gegenseitig. 18 auf 50, ich brauche, nein, das mit der Scheibe funktioniert nicht. Ich gehe ins Freie raus und dann schaue ich. Und dann ich hab dein Hund folgt dir diesmal, egal was du tust, presst sich an deinen Beinen, leise winseln. Ja, ja, und dann habe ich einen richtig schönen Wurf. Ja, dann habe ich richtig freien Blick. Mhm. Du siehst im Nebel einen einzelnen dunklen Umriss draußen auf dem Meer, wo keiner sein sollte. Groß, auf dem Wasser. Ja. Könnte das sowas wie jetzt so groß wie ein Schiff? Das könnte ein Schiff sein. Gut. Okay. Krisensitzung. Wir müssen sofort beraten. Haben wir Waffen? Ja, natürlich haben wir Waffen. Also, ja, wir haben Waffen. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Mir ist da gerade etwas anderes eingefallen. Also, ganz offensichtlich haben wir es hier mit irgendeinem Ton zu tun, wo ich noch nicht weiß, wo der herkommt. Entweder durch irgendein Experiment der Amis ausgelöst oder keine Ahnung. Sicher. Ja, vermutlich was halt wie. Aber das Problem ist, die haben irgendetwas gemacht auf dem Schiff, was halt wie. Ich bin fast davon überzeugt, dass wir nur deswegen geschützt sind, im Gegensatz zu der gesamten Fauna hier in der Gegend, weil wir hier in diesem Stahlbunker wie gesessen haben, der uns vermutlich abgeschirmt hat. Ich meine, nicht mal der Hund. Ja, ich weiß. Eins nach dem anderen. Das ist eine technische Geschichte, Genosse Bali. Ihr Hund zum Beispiel, den hat es nicht erwischt. Der war auch hier vorne. Uns hat es nicht erwischt, aber draußen hat es Wale erwischt. Der Doktor sagt gerade, es sind noch weitere Vögel vom Himmel gefallen. Das ist ein, weiß ich, ob wir es mit Strahlung oder mit irgendwas zu tun haben, aber ich glaube, wir sind dieser ganzen Geschichte nur zufällig entkommen. Das Problem ist aber halt, dass, wenn das stimmt, was Sie sagen, und das deckt sich auch mit meiner Beobachtung, ich habe auch plötzlich in einem Stuhl gesessen,
ich war plötzlich jemand anders. Es gibt ein leises Knistern aus den Kopfhörern, die Grillo abgelegt hat. Ja. Und ein Wispern und ein Murmeln und dann jemand, der leise vor sich hin singt: Wir sind gleich da, wir kommen. Es ist ein... In welcher Sprache? Gleich da, auf Russisch tatsächlich. Es ist nicht Strahlung, es ist Lied, es ist ein böses Lied. So wie Beluga-Lied gut ist, ist... Horcht nur gut auf uns. Ja, das ist sehr schön, Genosse, aber das Problem ist, wir müssen verhindern, dass dieses verdammte U-Boot, was hierher kommt. Und ich glaube, wir haben von hier aus keine Chance, aber wir haben vielleicht die Möglichkeit, irgendjemand von denen da drin mittels dieser Technik zu übernehmen. Da. Ich war in einem Körper mit einer Waffe, also mit einer, sozusagen, ich glaube, da hat schon jemand versucht, das Unglück aufzuhalten. Naja, vielleicht gibt es dort ja auch noch einige, was halt die tatsächlich in der Lage sind, was halt, wie soll ich sagen, Widerstand mit zu leisten. Das Problem ist, vielleicht können wir die ja unterstützen. Nur das Problem ist das wir immer sehen nur euch schon. Ein gut. Ohr, das uns lauscht. Dr. Valeri. Ein Leib aus Stahl, ja. Den wir zum Erzittern bringen. Tovarisch Valeri. Ich stelle das auf Lautsprecher. Wir sind gleich bei euch. Du gehst zurück, nimmst die Waffe und erschießt jeden auf dem Schiff, den du siehst. Tovarisch Dasha, wir müssen irgendwie diese Station kaputt machen. Sie dürfen nicht senden von hier, falls das nicht gelingt. Ja, es gibt Notfallplan 78B3. Das beinhaltet die Zerstörung aller technischen Anlagen. Dann machen wir das jetzt. Ja. Und wir müssen irgendwie die Antenne da oben kaputt machen. Das ist nicht alles. Wir müssen auch gucken, ob es die Möglichkeit gibt, vielleicht mehr als nur einen oder was hat die zu übernehmen. Leider habe ich nicht auf meinen Körper, in dem ich plötzlich drinsteckt, irgendwie gesehen. Aber vielleicht. Wir sehen euch schon. Ein so schöner Finger, der in den Äther zeigt. Dass wir mehr als nur eine Person quasi was hat übernehmen können. Das dauert jetzt alles zu lange. Ich besorge den Sprengstoff, um die Antenne zu sprengen. Gut, wer von uns kann Englisch? Die Frau, die gerade rausgerannt ist, um den Sprengstoff zu besorgen. Ja. Als Einzige? Wozu wollen Sie Englisch? Wollen Sie mit Ihnen noch reden? Ja, weil ich konnte mich nicht mit den Leuten unterhalten. Sie? Egal, wir müssen sie nur töten, das ist alles. Danke. Gut, ich renne mit Dasha hinaus und dann hole ich die Harpune. Gut, nochmal die Frage. Können wir mehr als nur einen von denen da übernehmen? Ja, indem wir uns denkt dran, die offensichtlich, so verrückt es klingt, offensichtlich gibt es da so etwas wie einen Seelentausch, einen Ich-Tausch. Aber sie sind gleichzeitig hier, Ja, genau. Das heißt, unsere Körper müssen möglichst gefesselt werden, solange wir versuchen, einen von den Körpern zu übernehmen. Balik sieht und Dasha rennen raus, der Hund hinterher, der Sturm pfeift und singt und knarrt und knallt um euch, einzelne Eiskugeln platzen um euch auf dem Metall der Station. Ringsum ist die Landschaft beregnet mit Eis und mit toten Leibern von Vögeln. Ihr seht, dass inzwischen alle von den angeschwemmten Balen geplatzt sind, dass ihre Stirnen aufgesprungen sind. Und Balak sieht draußen auf dem Meer inzwischen klar den Umriss eines Schiffes, das sich nähert. Den Bug direkt auf euch ausgerichtet. Gut, nochmal die Frage. Können wir mehr als nur einen von denen da draußen übernehmen? Auf dem Schiff? Oder ist das immer nur einer? Nein, wir müssen das Summen hören, sozusagen. Jeder, der das Summen hört, wechselt. Gut, da müssen wir jetzt zwei Teams bilden. Ein Team, was versucht, auf das U-Boot zu gelangen, indem wir Körper übernehmen. Unsere Körper müssen allerdings, weil wir nicht wissen, wen wir dort übernehmen, müssen gefesselt werden, damit hier kein Scheiß passieren kann. Und mindestens zwei Leute... Kletter doch mal, Dasha, während du versuchst, mit der schweren Tasche voll Sprengstoff auf das Dach zu kommen. Ja. Wieso machst du das? Weil ich das kann. Weil sie die Technikerin ist und die Einzige, die beschlossen hat, nicht mehr zu reden, sondern Dinge zu tun. Also, abgesehen von Balixi, der redet aber eh nicht so viel. Nein. Also knapp daneben. Ich habe 34 und ich habe nur 20. Du schaffst es hoch, aber du schlägst dir den Knie an. Es gibt einen scharfen, stechenden Schmerz. Und als du dich aufrichtest, humpelst du nur und du siehst einen Riss in deiner Hose. Und dass sich die Ränder dort schon dunkel verfärben. Du nimmst einen Trefferpunkt Schaden. Darf ich schnell nur rein logisch dazwischen reden? Wenn du einen Mast sprengen wirst, wirst du wahrscheinlich gar nicht hinaufklettern sehr weit. Nee, also ich muss aufs Dach. Im Mast kann aber jederzeit, mit den Möglichkeiten, die die haben, wieder repariert werden. Das muss ganz weg. Naja, mit Sprengstoff ist weg. Werden wir sehen. Okay, aber gut, wenn wir drin sind, dann würde ich vorschlagen,
Ich habe lange genug auf Schiffen gedient. Ich bin gern bereit und ich kann mich wehren. Ich bin gern bereit, was halt wie zu versuchen, auf das U-Boot mit überzusehen. Als Arzt bleibe ich im Diesseits, um Ihnen zu helfen, Ihren Körpern sozusagen zu helfen. Das klingt nicht dumm. Es wäre aber sehr gut, was halt, wenn Dasha es ebenfalls versucht. Wir brauchen jemand, der Englisch übersetzen kann. Weil Sie waren der Einzige, der eine Waffe in der Hand hatte, in seinem Aber ich war in zwei verschiedenen Körpern. Ich war einmal derjenige, der tot wurde durch eine Waffe, und einmal derjenige, der sie gehalten hat. Das ist kein Garant, dass wir in denselben Körper schlüpfen. Ja. Gut, Boris, ich hole die Klebebandvorräte von Dasha und mache sie an diesem verdammten Blitz fest. Ich holte die Klebebandvorräte von Dasha irgendwo aus dem Funkraum und... Dasha hat überall Klebeband versteckt. Moment, Genosse, können Sie mit der Waffe umgehen? Ich? Ja. Meine Waffe ist die Sprache. In diesem Moment komme ich wieder rein, aber der linke hat eine Harpune und in der rechten mein Jagdgewehr. Also über das Schulter. Ja, dann soll es halt... Genosse Bali... sind Sie bereit, mit Geistern in Kontakt zu treten und also sind Sie bereit, mit rüberzukommen und zu kämpfen? Für Revolution. Für die Wale. Ja, für die Wale. Für Beluga. Ja, genau, für Beluga. Fantastisch. Das heißt, wir sind oh mein Gott. Aber wir brauchen Dasha. Wie gesagt, ich kann nicht. Verdammt, wenn es ein chinesisches Schiff wäre, ein japanisches Schiff, wäre es kein Problem. Aber ich wüsste nicht einmal, was halt wie... Und so reden. Kapitänskajüte gezündet. Ja. Aber das heißt, wir müssen alle drei gefesselt werden. Der Doktor muss aufpassen. Und wir können natürlich nicht verhindern, dass eventuell jemand trotzdem hierher kommt. Und das heißt, auch Sie müssen eine Waffe zur Hand nehmen und versuchen, diese Station zu verteidigen, falls wir scheitern. Ich öffne das. Die Klebebandrolle reiße da schon ein Stück von ab. Hinsetzen. Mhm. Oh cool. Dasha? Kommst du? Au! Dasha ist schon draußen. Naja, die ist immer irgendwie irgendwo. Das halt. Sie, Dasha ist nicht, um das mal klar zu sagen, Dasha ist nicht die einzige Technikerin hier. Also, wenn es irgendwie darum geht, was halt irgendwie ein U-Boot eventuell zu steuern, was halt wie, ich hoffe, das kriege ich hin. Dann so, aber wir müssen jetzt handeln. Aber wir brauchen Dasha drüben, weil wir da jemanden haben, was halt der Englisch kann. Wir werden jetzt gleich Amerikanski. Genau. Ja. Ich fange an, wenn wir die Waffen geben von den Händen weg, wir müssen die irgendwo verstecken, sodass wir wissen, aber nicht sie. Ja. Hier, okay. Ich lege sofort mal meine Harpune hinter irgendwelche technisches Zeugs, was da rumliegt, und meine Schusswaffe. Dann, gut, ja, dann Genosse Krülo, ich habe eine Dienstpistole in meinem Zimmer. Und außerdem haben wir natürlich hier einen Schrank, was halt mit, ich vermute, mit Gewehren. das ist klar, aber ich würde trotzdem sagen, nehmen Sie hier das Tape und was halt hier und dann fesseln Sie uns. Ich fange an, Boris zu mumifizieren mit dem Tape. Von den Füßen angefangen und ganz schnell bis nach immer weiter oben und ganz fest an den Stuhl. Genau. Ja. Dinge, die Kanat immer schon mal machen wollte. Genau. Dann natürlich Genosse Bali und holt endlich Dasha wieder rein. Dasha, die Englischfähigkeiten. Hast du tatsächlich in irgendeiner Form Sprengstoffe angewählt als eine von deinen Fertigkeiten? Tatsächlich nein. Ich habe gerade festgestellt, ich habe keinen Sprengstoff. Ich kann nur Technik oder Mechanik. Aber kein Sprengstoff. Dann folgst du schlicht und einfach den Anweisungen, die du dafür hast. Und ich würde dich mal auf deine Geschicklichkeit würfeln lassen. Okay, was haben wir denn da? Moment. Das kann ich bestimmt ganz toll. 13. Das sieht für dich relativ sinnvoll aus. Okay. Und du hast in die Bündel von Sprengstoff den Zünder rein und du hast eine Schnur, die du tatsächlich um zur Übertragung des elektrischen Signals ausspulen kannst. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Um aus einem sicheren Abstand euer Dach zu sprengen. Ja, okay. Dann roll ich das aus und für einen Fernzünder reicht das wahrscheinlich zeitlich jetzt nicht. Deswegen muss wahrscheinlich irgendjemand da manuell draufdrücken. Ja, am anderen Ende. Okay, gut. Aber das ist weit genug weg, um nicht mit in die Luft zu fliegen, oder? Vermutlich. Gut, wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, ich habe ja keine Ahnung von Sprengstoff.
Korrekt. Gut. Dann würde ich sagen, arretiere ich das mal so, dass man da nicht aus Versehen drauf drücken kann, sondern dass das ein bildlicher Akt ist. Und lass es da erstmal so stehen. Bis, ich schätze mal, wenn du wieder reingehst, kommt dir auch jemand entgegen, der dringend nach Tovarisch Stascha sucht, weil sie die Einzige ist, die Englisch kann? Ach, ja. Da seid ihr dir. Ich bin verletzt. Ich schau mir das an, sobald du gefesselt bist. Nimm das nicht persönlich, das ist jetzt aber. Das ist jetzt aber schon. Nein. Sie müssen darüber. Dringend. Moment, ich spring sofort auf, wenn du sagst, du verletzt bist. Du bist in der Hose zerrissen, oder was war das? Ja, mein Knie. Aber es ist nicht so wir schlimm. Wir haben dafür keine Zeit. Das Ding ist nicht gesprengt. Die Sprengladung ist angebracht? Ja. Gut, weil wir kriegen den Ton ja nicht über ihre kleine Kassettenaufnahme, denn die ist sehr begrenzt. Das heißt, sie würde wieder zurückswitchen, nachdem die Kassettenaufnahme zu Ende ist. Also müssen wir über die Funk den Ton an sie weitergeben, damit sie Zeit haben, das zu tun, was sie tun müssen. Verstehen Sie? An wen was weitergeben? Sie springen jetzt gleich rüber in dieses amerikanische U-Boot. Wir sollen mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen sagen, dass sie ihr Boot versenken sollen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sprengen wir den ganzen Spaß. Ich verstehe. Das muss jetzt sein, weil sie sind gleich da. Verstehen Sie? Jetzt. Ja, sie sind, Alec, sie sind auf gleich den Stuhl. Da. Du bist dran. Wir müssen U-Boot versenken. Ja. Ja. Kann ich. Ja, Alec, sehr auf den gut. Stuhl. Gut, ich setz mich hin und lass mich. Ja, und ich bereite Dasha davor. Bist du. Drei Leute sind verschnürt. Ja. Du siehst, dass ich einen leicht panischen Gesichtsausdruck habe als Jakute, als ich vom Sicherheitsdienst quasi. Wir bekommen alle drei Kopfhörer auf, werden angestöpselt und dann würden wir den Funkkanal öffnen, damit sie das Geräusch hören. Okay, wenn wir Waffen sehen, was halt wie, die erste bitte zu mir. Ich kann mit einer Pistole ziemlich gut umgehen. Dasha, du hältst dich zurück. Wir brauchen was halt wie deine Sprachkenntnisse. Niemand von uns versteht auch nur eine Beschriftung auf dem Schiff. Dafür brauchen wir dich. Ja. Alles klar? Ja, das heißt, ich sage, wir kommen in Frieden. Nein, du sagst irgendetwas im Prinzip, um keinen Verdacht zu erregen. In Ordnung? Das heißt, was halt, wenn du angesprochen wirst, du wirst militärische Kommando, wir versuchen sie zu überwältigen. Wir müssen gucken, von wo aus dieser Ton ausgelöst wird. Das wird ja von irgendwo von dem Schiff kommen, da wird irgendein Experiment stattgefunden haben. Ach so, ich dachte, wir reden mit dem Klassenfeind und überzeugen ihn davon, dass es am besten das Schiff möchte, Dr. Sobolev einwerfen. Falls irgendjemand fragt, sagt, wir sind gleich da, Teil der Gemeinschaft. Aber so, dass nicht erkannt wird, dass ihr es seid. Diese psychologische Kriegsführung. Ich glaube, ist alles falsch. Wir müssen sowas sagen, dass wir wissen, wer ist. Wir müssen hoffentlich überhaupt nicht viel reden. Wir müssen versuchen, das Beste zu tun. Wir müssen wissen, wer wir sind. Wir haben dort Torpedos oder Raketen gesehen. Mit etwas Glück schaffen wir es, was halt diese. Ach du Scheiße, die Raketen zu zünden. Genossen, ihr schafft es schon. Wir könnten Dr. die Raketen. Valet, machen Sie an. Wir könnten die Raketen auf unsere Station abfeuern. Wir sind dann am Arsch! Sie feuern bitte nicht die Raketen auf die Station an. Gut, dass wir das noch angesprochen haben. Und das U-Boot kann dann immer noch woanders hinfahren. Wir müssen das U-Boot versenken. Wir werden improvisieren. Was ist aber bevor die Amerikaner. Valeri, machen Sie an. Was ist, wenn man Torpedoin? Ihr hört einen hellen, sirrenden Ton wie Wahlgesang in unheimlichen, unmenschlichen Harmonien. Boris findet sich am Boden liegend wieder. Dein Kiefer schmerzt immens. Ein Pochen und Dröhnen. Als du dorthin fasst, reißt du die Hand sofort wieder weg von deinem Gesicht. Der ist gebrochen und jede Bewegung, jede Berührung macht es nur schlimmer. Dein Auge ist fast zugeschwollen und du schaust unter einen Metalltisch gegen eine Wand. Hinter dir hörst du, wie jemand mit schweren Schritten auf und ab geht. Ich drehe mich mühsam um und guck, wer da geht. Ein sehr großer, hagerer Mann, aber mit breiten Schultern, der leise vor sich hin summt, mit dem Oberkörper pendelnd auf und ab geht und vor sich hin murmelt. Zwischendurch auf Englisch und dann wieder auf Russisch. Gleich sind wir bei euch. Ist da irgendetwas, mit dem man zuschlagen kann, außer meiner Faust? Das finden wir gleich raus. Dasha, du drückst dich seitlich in eine Tür und späst raus in den Gang, den Vertrauten mit den orangenen Lichtern und der Leiche am Boden, und in deinen Händen hältst du eine Waffe. Ah,
Aha, ich habe die Waffe. Gut, das ist super. Bin ich alleine? Ist da sonst noch irgendjemand, der sich mit mir versteckt? Oder du so? Schaust nach rechts und siehst jemanden, der dort einen von den großen metallenen Zylindern geöffnet hat und in seinem Inneren arbeitet und meint, am Ende ist es besser, als wenn es irgendwo anders hinkommt. Richtig, Sir? Und dann schüttelt er sich. Balixit, deine Hände sind zwischen Drähten und metallischen Konstrukten in einem großen, langen Zylinder aus Stahl, auf dem seltsame Symbole gedruckt sind. Ich bin da. Was kommt denn da raus, wenn ich das sage? Wie klingt das? Russisch mit jemandem, der Mühe hat, es genau auszusprechen. Mhm. Balixit? Bist du das? Frage ich den Menschen in der Metallröhre mal. Ich drehe mich zu dir hin. Also er hat nur seine Hände da drin gesteckt, der Knie davor. Ach so, okay. Ah, ja. Okay. So groß ist sie nicht, dass er da ganz reinklettern kann. Ich dachte schon, Mensch, was ein Boot. Ja. Dasha, du brauchst das, sag ich. Dann drücke ich dir das Ding in die Hand. Was ist das Ding? Weiß ich nicht, du schon. Es hängen ein paar Drähte davon herab und du bist dir relativ sicher, dass das ein Steuer- und Zündmechanismus ist. Oh. Die möchten ihr U-Boot zerstören. Ich gehe. Glaube ich. Ich gehe Kanzel. Steuer. Steuer? Ja. Also ja, kannst du mit der Pistole umgehen? Ich halte mal diese Waffe hin. Boris, ich nehme sie. Boris? Bin ich mit dem Raum? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ihr schaut euch um, ihr seid alleine in dem Raum. Zurück zu Boris. Ja? Du siehst ein Stück entfernt am Boden liegen die Reste von einem zertrümmerten Stuhl. Beunruhigend daran ist, dass der Stuhl aus Metall bestand und am Boden fest verschraubt war, wie das Sinn macht auf einem Schiff. Okay, dann nehme ich diesen Querstreben, nehme ihn und guck nochmal zu dem Typen und dann... Der guckt jetzt in deine Richtung und sagt ja, etwas auf Englisch. Alles klar. Und nicht nur yes. Und dann nehme ich dieses Ding und dann wie kriege ich dich raus mit gebrochenem Kiefer? Und dann dresche ich auf die Typen ein, so gut ich kann. Was hast du denn so im Nahkampf? Ja, gut, dass du das gestern noch ein bisschen gesteigert hast. So, ich habe 60 im Nahkampf. Handgemenge, ne? Mhm. Und ratz, geht eine glatte 40. Oh, das ist tatsächlich, ja, ein normaler Treffer. Dann schauen wir mal. Mhm. Der andere hebt die Faust, um zu einem Gegenschlag anzusetzen. Ja, so nicht. Na, das werden wir sehen. Mhm. Tatsächlich so nicht. Du verpasst ihm einen sauberen Hieb mit der Metallstange, die einen Ding von sich gibt, während er rückwärts stolpert und seltsam in den Gang zurückschaut. In dem Gang siehst du einen Mann mit einer Waffe, der sich langsam nähert. Balixit, wenn du den Gang runter siehst, du siehst, dass dort zwei Leute kämpfen. Einer schwer verletzt mit einem Kiefer, der ausgerenkt oder gebrochen aussieht und dem halben Gesicht angeschwollen hat, einen anderen Mann mit einer Stahlstrebe, einem Stück Metall, gegen den Schädel gehauen. Beide wanken und taumeln wie betrunkene Bären. Okay, meine eher wichtigste Frage ist, ich bin ja mal Kampftaucher gewesen, habe ich eine Vorstellung, in welche Richtung, ist das ein Schiff oder ein U-Boot? Das ist ein Schiff. Mhm. Schiff, gut. Dann muss ich anhand der Bewegung des Schiffs erkennen, wo vorne und wo hinten ist, sprich wo. Mhm. Das kannst du auf jeden Fall erkennen. Du bewegst dich gerade nach vorne. Und während du dich bewegst, krümmst du dich auf einmal zusammen unter starken Leibesschmerzen und hustest und siehst kleine Blutspritze auf deiner Hand. Okay, bin ich verletzt? Nein. Gut, dann gehe ich weiter und sag auf Russisch, ich bin da, zu den zwei. Der Mann mit der Waffe sagt, ich bin da, während wiederum der große und stämmige Mensch vor dir ausholt. Tom alias Smirnov. Ja, und dir mit einem hervorragenden Treffer seine Faust an die Schläfe zimmern würde. Oh, möchtest du ausweichen oder einen Gegenschlag ansetzen? Möchte ich im Prinzip seine Waffenhand wegprellen, logischerweise. Das wäre quasi ein Gegenschlag bzw. parieren. Also, parieren zumindest. Er hat nur eine Faust, ich hab eine richtige Waffe in der Hand. Mhm. So,
und mir tut der Kiefer schon eh schon weh. Für die richtige Waffe würde ich dir einen Bonuswürfel geben. Das heißt, du darfst die 10er-Stelle zweimal würfeln. Und okay. Die bessere nimmt. Alles klar, mal gucken. Aber ich meine, ich habe eine 903 gewürfelt. Könnte schwierig werden. Die 91 will ich auch nicht. Warte. Und 09. Geht das? Ihr packt beide. Ja. Die Metallstange und tanzt an ihr zerrend hin und her, während dir ins Gesicht zischt und im wilden Wechsel zwischen Englisch und Russisch auf dich einredet, den russischen Worten: Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Damit ist er als Feind identifiziert. Also es sind zwei Amerikaner, die aufeinander einschlagen und einer spricht Russisch. Mhm. Und der andere sagt gar nichts. Dann ist ja klar, dass ich den anderen erledigen muss. Ne? Ja, dann schieß doch mal. Naja. Ich bin ja nicht völlig dämlich. Er sagt gerade, wir sind da. Mhm. Wir sind gleich da, auf Russisch. Wer von euch ist Russe? Ich! Hey, ja. Wer? Ich! Auf dich. Wer? Ich! Der andere dreht sich zu dir um und sagt, wir gehören zusammen. Auf Russisch. Also der Typ in den Kiefer kann auch gar nicht so viel sprechen. Okay, in einem kurzen Augenblick schauen wir in das Gesicht des Jakuten und fragen sie weiter, eigentlich die intellektuellen Kapazitäten hat, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Währenddessen auf der Station. Die drei haben mit flatternden Augenlidern sich zurückgelehnt. Dann richten sie sich langsam wieder auf und schauen sich verwirrt und auch erschrocken um. Und dann fangen sie alle drei auf Englisch loszureden und gegen ihre Fesseln anzukämpfen. Es war zu erwarten. Gut. Tovarischtsch, kannst du ihre Münder verkleben? Ja, aber ich weiß nicht, ob... sollten wir nicht hören, was eventuell losgeht? Manchmal reden sie auch auf Russisch. Reden sie auf Russisch? Die tauschen sich aus und dann fängt einer an, ganz mühselig zu versuchen, ein paar russische Worte auszustehen. Korabl, Korabl, Schiff, versucht er zu sagen. Atomschiff, Atomschiff. Dann schauen sie sich gegenseitig hilflos an. Ich probiere die Sprachen durch, die ich kann, ob irgendeine besser funktioniert. Als da wären Urdu, Usbekisch und Pashto. Okay. Ich soll nicht mal auf Glück würfeln. Ich habe mal für dich auf Glück gewürfelt. Ja. Und bei Pashto schaut dich einer vollkommen verdettert an. Afghanistan? Usbekistan. Aber sehr weit im Süden. Ich habe gegen die Russen zusammengearbeitet mit den Afghanen. Ah, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Verstehe. Aktuell müssen wir das Schiff aufhalten. Wir müssen das Schiff aufhalten oder wir müssen in irgendeiner Form Strahlung, atomare Strahlung erzeugen. Er stolpert über die Pashto-Worte, von denen ihr sich nicht sicher ist, ob das die richtigen sind. Moment. Tovarisch? Ja. Er sagt, wir müssen das Schiff aufhalten und das mit atomarer Strahlung. Weiter? Es ist ein Ton, er kriecht in die Gehirne. Nur wenn wir in dem Bereich bleiben, wo die Strahlung ist. Nur wenn wir im Bereich bleiben, wo die Strahlung ist. Wo ist die Strahlung? Bei unseren Sprengköpfen. Ich begehe gerade Hochverrat, sagt er, ein Wort, das in Pashto sehr ernst ist. Ja. Wir auch, glaube ich. Sollen wir euch zurückbringen? Wir versuchen gerade, euer Schiff zu versenken. Das haben wir auch versucht. Okay, können wir euch von hier aus irgendwie helfen? Schießt auf alles, was von Bord kommt. Und Dasha. Hier... Dasha. Ich übersetze, Valerie, was gesagt wurde. Was machst du mit... Ja, was sagt denn dieser Zünder? Ist das ein manueller Zünder? Nein. Das ist ein Zünder, der verschiedene Methoden hat, durch Aufprall oder man kann ihn vorher auf eine Zeit einstellen. Okay, ja, für eine Zeit einstellen. Aber der würde dann die Atomsprengköpfe zünden, ja, oder? Das ist korrekt.
Das ist jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Was weiß ich denn über Boote? Wahrscheinlich nichts. Aber mein guter Freund Balixit weiß sicher etwas über Boote. Dein aber guter Freund Balixit ist mit der Waffe den Gang runtergegangen. Mit der Pistole. Scheiße, okay. Ich will ja natürlich, also ich meine, im Notfall sprenge ich auch den Atomsprengkopf, aber also das würde dann wahrscheinlich weitreichende Folgen für dieses Schiff, für uns und wie viele Atomsprengköpfe sind denn hier auf diesem Schiff? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Ja, okay, das ist der letzte Ausweg. Kann ich das koppeln an eine bestimmte Funkfrequenz, dass wenn die angefunkt wird, das explodiert? Ja, tatsächlich haben sie dafür auch eine Vorsehung. Okay, dann würde ich eine ganz absurde Funksequenz wählen, die hier in der Gegend garantiert niemand jemals benutzt hat. Und wir sind hier ja schon eine Weile. Ja, nein. Dann würfel doch mal auf Elektronik. Während du daran rumbastelst. Ach, wenn du in der DDR warst, einen Störsender aus der DDR. Ja, genau, irgend so was ganz Unbeliebtes. Während du würfelst und schaust, wie dir gut oder schlecht dir das gelingt, Balixit steht immer noch mit gezogener Waffe da und richtet sie auf die beiden Leute, der eine, der kaum sprechen kann, vor sich hin wühlt. Die beiden zwei russisch sprechenden Typen versuchen sich gegenseitig umzubringen. Ich ziehe die ganze Zeit auf Boris, weil der ja verdächtiger war, weil er ja zuerst nicht russisch gesprochen hat. Und dann richte ich plötzlich die Waffe auf den anderen und schieße. Dann schau mal, wie gut du schießt. Gut, ja, das ist nicht ganz so, aber ich meine, ich bin mit dem Jagdgewehr wirklich gut. Das ist ein bisschen anders aus der Nähe. 18 sollte doch immerhin brauchbar sein auf 50. Das ist ein gutes Ergebnis, ja. Du schießt auf ihn und triffst ihn in die Schulter. Er muss tatsächlich die Metallstange loslassen und stolpert ein paar Schritte zurück. Das wäre die Gelegenheit, für Boris noch einmal zuzuschlagen. Und wie ich die nutze. Ja, ein Tom würfelt. Ivi, was war dein Ergebnis? 32 von 60. 30 von 60. Sehr schön. Dein Dasha ist also dabei, kleine Steckelektroden hin und her zu schieben und Drähte neu anzukabeln. Stellt fest, dass sie tatsächlich einen schon vorgeheizten Lötkolben abgelegt hat oder der Körper, den sie benutzt hat, was die offensichtlich auch schon Dinge vor sich hatten. Und codest quasi hart die Frequenz in die Bauteile ein, die das Ding zum Sprengen bringen sollen. Du wiederum, mein Lieber, triffst tatsächlich den großen Mann, der angeschossen worden ist, ein weiteres Mal, diesmal am Körper, in die Rippen hinein. Der Atem weicht aus seinem Körper und er stolpert wieder zurück. Scheint aber immer noch entschlossen zu sein. Ich crashe so lange ein, bis der Typ tot vor mir liegt. Ich renne sofort nach dem Schuss weit. Wir werfen Boris die Waffe hin und renne weit. Balixit wirft deine Waffe an den Kopf. Okay, ich hätte gerne kurz einen Wurf auf Geschick, ob du sie fangen kannst oder ob sie durch die ganze Kabine schlittert. Ja. Nein, ich duck mich zum Boden und schieße ihn zu den Füßen hin. So. Achso, rutschen, über den Boden rutschen. Ich will so schnell möglich zu irgendwo, wo dieses Schiff gesteuert wird. Mhm. Tatsächlich, ich nehme die Waffe erstmal und knall den Typen ab. Ich glaube, dann müssen wir nicht mehr wirklich würfeln. Aus nächster Nähe, du hebst die Pistole auf, richtest sie so schnell wie möglich auf sie, drückst ab. Der Rückstoß ist erstaunlich stark. Der Schuss hat eine immense Wirkung. Es öffnet sich ein Krater in der Brust und langsam sackt der andere mit einem... Die Ruhe auch noch besser als unsere. Pfeifen in sich zusammen. Unfassbar. Gut. Ich taumel zu Dasha rüber mit diesem scheiß gebrochenen Kiefer. Ja, Chance, wegzukommen, wir das Schiff wegkriegen. Kann ich verstehen, was er sagt, und kriege ich mit, dass das Russisch ist, bevor ich ihm den Lötkolben ins Gesicht schlage? Ja. Okay, gut. Ich gehe davon aus, dass Boris mehr Glück hat als 36. Okay. Ja, bestimmt. Sonst ist die Station auch hin. Ich habe die Atomsprengköpfe. Ich sehe es. Ja, programmiert zur Detonation, wenn wir eine bestimmte Frequenz anfunken. Das heißt, wenn wir scheitern, können wir immer noch sprengen. Ja, wenn wir den. Wenn wir den Sendemast noch haben, können wir funken. Oh Gott. Ja, wenn wir den Sendemast noch haben.
Ich versteck den Zünder jetzt, damit sie ihn nicht sofort finden. Gut, aber ist dir klar, Ascher, dass sie ja alle sterben werden, wenn wir das Schiff nicht wegkriegen? Wir müssen es in die umgekehrte Richtung steuern. Ja, 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 wir müssen Bollexit finden, denn er ist wahrscheinlich, oder ja, er wollte dich suchen, Genosse. Das ist ein Kriegsschiff, kein Kanu. Und er weiß nicht, wie man das steuert. Aber ich, oh Gott, Schmerzen. Ich nehme mal Duct Tape. Ich bin nicht gut in sowas, aber ich würde seinen Kiefer kurz stabilisieren mit so ein bisschen Klebeband. Dann würfel du mal auf Erste Hilfe, während wir kurz in die Station zurückgehen. Was machen denn die beiden Herren, die sich gerade tot lachen im Hintergrund? Wollt ihr zurück und das machen? Wir wissen hier nicht, was jetzt passiert ist. Es sind noch andere von der Crew an Bord, die hörten und verändert wurden. Haben euch ausgetauscht, also eure... Tomalitsch, erklären Sie das. Ich spreche die Sprache nicht, die Sie gerade sprechen. Gut. Wenn wir den Ton hören, dann kommen wir in eure Körper und andersrum. Ja, 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 das haben wir verstanden, das haben wir gemerkt. Ich stand neben einem explodierenden Wal. Er sagt Whale und du musst, weil es offensichtlich kein Paschtu-Wort für Wal gibt. Oder er es zumindest nicht kennt. Whale, wir könnten euch wieder zurückbringen und unsere Leute herholen. Hilft das? Das wissen wir nicht. Seid ihr kurz vor der Sprengung? Wir haben sie vorbereitet. Tovaric Valeri? Ja. Guckst du einmal, wie nah das Schiff dran ist? Ja. Ja, ich gehe auch raus an die Tür. Wie nah ist das Schiff dran? Das Schiff ist vielleicht, du schätzt das mal so grob über den Daumen gepeilt, einen Kilometer, anderthalb von der Küste entfernt. Er hält nicht mit voller Valeri. Kraft, aber deutlich auf euch zu. Kein wie nah ist das Schiff dran? Es wird langsam knapp mit den Wänden. 2 Kilometer. Wie groß sind die Atomsprengköpfe, die ihr habt? Frage ich wieder auf Paschtu. Er überlegt, ich bin mir nicht sicher, wie man... Wie man... Megatonnen. Wie groß ist die Zone, Explosionszone? 3 Kilometer. Wann muss das Schiff gewendet werden? Dr. Valeri, 3 Kilometer Explosionszone. Nicht gut, da sind wir drin. Ja. Ich streiche den Hund. Könnt ihr irgendwas machen, um das zu drehen? Das habt ihr gerade versucht, oder? Wir wechseln zum Schiff. Ja. Balixi rennt hoch und du kommst tatsächlich in die Steuerkabine. Da sind sehr viele blinkende Lichter und Einrichtungen. Und eine einzelne Person sitzt auf einem Stuhl, leicht in sich zusammengesackt. Okay, gut. Schiff ist Schiff. Sehe ich das richtig, dass ich sofort vor uns sehe? Ja. Gut. ich renne da sofort hin. Schaut dieser Kerl so aus, als ob er irgendwie noch funktionsfähig wäre, oder? Der dreht langsam den Kopf und schaut in deine Richtung und siehst, dass die Augen gänzlich schwarz sind von Blutäderchen, die geplatzt sind, beziehungsweise dunkelbraun. Und auch aus seinen Ohren ist Blut gelaufen und sagt, hey, Nelly there. Und dann gebe ich ihm eins mit dem Feuerlöscher. Ja, gut, dass der offensichtlich auch immer die Feuerlöscher gezählt hat. Ja, die Feuerschutzübung war auch gut, ja. Okay, das ist jetzt einfach. Wie ist dein Glück? Das ist eine so seltsame Angriffsart. Eine so seltsame. Ich würfle 15 auf 50. Sehr gut. Du hältst mit dem Feuerlöscher direkt drauf und er wird in einer großen Menge, verschwindet erstmal in einer großen Menge von Schaum mit einem Aufschrei. Das ist mir viel zu komplex. Nein, das Ding ist ein großes, rotes Metall. Achso, du haust zu. Ja, dann mach auf Handgemenge. Dann nehme ich jetzt 17. Das sieht doch sehr schön aus. Er hat offensichtlich auch nicht mit gerechnet. Mit einem Donk haust du ihn seitlich aus dem Sessel. Er fängt sich auf Knien und Ellenbogen, aber schwankt dort erstmal und fällt auf die Seite. Vor dir siehst du die Kontrollen. Also das muss Schub sein. Was ist das für ein Lenkrad? Nein, tatsächlich, ein Lenkrad gibt es nicht. Das ist alles irgendwie anders angelegt und gemacht.
Okay. Ich laufe hier übrigens, ne? Also gut. Tom, was hast du gesagt? Ich laufe natürlich hinterher, nachdem ich einmal Tape drum. Das mache ich übrigens lieber selbst, weil... Wie erfolgreich war denn der erste Hilfewurf? Ich hab 32 von 30 gewürfelt. Also knapp. Also du hast Klebeband im Gesicht. Weh. Ja, ich stabilisiert das Kind, ist ja okay. Ich will das lieber selbst machen sollen. Ich, egal, mit der Knarre in der Hand, was halt, stürme ich aus dem Raum und laufe in die Richtung, die Genosse Bali gelaufen ist. Ja. Du läufst an der ersten Leiche vorbei, an der zweiten Leiche vorbei, hoch und findest tatsächlich die Steuerkabine und Bali mit einem Feuerlöscher im knallroten und jemand, der stöhnend am Boden liegt. Und gerade den Schub herunterdreht. Weil den so Schub herunterdreht, ja. Ja. Okay, das ist immer nicht schlecht, was halt, und dann ein kurzer Überblick über das halt wie, und dann sehe ich. Ich drehe mich um und sag, wer bist du? Vogel! Dann Fahrbord! Du Idiot! Vogel! Dr. Sobolev, das Schiff wird langsamer. Mhm. Gut, jetzt im Prinzip, ich schaue mich um und schaue nach, was halt die. Tatsächlich, also das ist natürlich ein verdammt großes Schiff. Jetzt im Prinzip versuche ich natürlich das Steuern, was halt zu finden. Steuerruder. Und dann entsprechend, was halt die eine Kehrtwende, was halt die einzuleiten. Da drüben ist, da Untiefe, wenn du da drauf fährst, fährt überhaupt nicht mehr. Ich gucke ihn kurz an, schau aufs Meer. Ist das eine Untiefe, die er meint für sein kleines Boot, aber doch nicht im Prinzip für ein Kriegsschiff wie dieses hier, oder? Das ist schwer zu sagen, aber eine Untiefe, die sein kleines Boot aufhält, hält auch dieses Schiff auf. Ja, ich bin ich kenne bestimmt die Bootstiefe, die Wassertiefe hier. Ja, dann wird im Prinzip einfach intuitiv, okay, wenn er sagt, was halt Backbord, was halt ist diese Untiefe, dann wird einfach jetzt ganz gnadenlos nach Steuerbord, was halt geht. Gut, du bist ehemaliger Marineoffizier, du weißt, was du tust. Ja, ja. Und das Schiff schwenkt tatsächlich für seine Größe erstaunlich rasch seinen Bug herum. Dr. Okay. Sobolev, das Schiff ändert den Kurs. Es dreht, es ändert den Kurs. Wie weit weg? Es dreht jetzt und es entfernt sich. Ich schätze mal, jetzt sind wir wieder auf den 2 Kilometer. Jetzt bei 3? Vielleicht lieber 4. Vielleicht lieber 5. Sag Bescheid. Holen wir sie dann zurück? In der Zwischenzeit, wenn das Schiff gedreht hat, würde ich versuchen, diese Steuereinheit kaputt zu machen, damit es einfach raus aufs Polarmeer wie fährt. Du kannst dich gerne bei dem Feuerlöscher von Balixit bedienen. Und mit mehreren beherzten Schlägen zertrümmerst du die Steuereinrichtung. Ich deute auch noch auf das Ding da hinten und so weiter. Gut! Und dann bam, bängel ich drauf und deute auf irgendeinen anderen Hebel. Eine Hand packt Balixit am Knöchel und dann fängt der Mann, den du niedergestreckt hast, an, langsam sich an dir hochzuziehen. Ja. Dann dreht dich mal in die Fresse. Er fällt rückwärts, öffnet den Mund und rauskommt der helle, sirrende, klingende Ton und das ganze Metall um euch herum, das ganze Schiff fängt an zu vibrieren und zu singen. Schreien, um gegen diesen Lärm anzukommen und dann wird das halbe Magazin auf den Typen entleert. Ja. Bin ich dazu befähigt. Dr. Sobolev, du könntest schwören, dass du mehrere helle Lichtblitze von der Brücke des Schiffs siehst. Da wird gekämpft. Reagieren unsere gefesselten Körpertauscher irgendwie darauf, was gerade passiert? Nein, die haben immer noch die Kopfhörer auf, hören immer noch die Übertragung, das helle Klingen. Okay, weil sonst gab es ja auch immer irgendeine Reaktion vom Körpertausch. Die sind jetzt einfach stumm und haben mit Grilov geredet und das war's. Welcher Körper hat der Paschtu-Sprechende? Ja, genau. Der ist in Dasha. Der ist in Dashtra. Sollen wir Boris oder Balek einmal zurückholen? Einen zurückholen, damit wir wissen, wie der Stand ist. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also das Schiff entfernt sich momentan. Sollen wir wenigstens auf die 3 Kilometer noch warten? Ja, und dann holen wir Tovaric Boris zurück. Ja. Ich renne währenddessen mal aus der Brücke heraus und werde mal Richtung unsere Anlage einfach winken. So. Vielleicht kommt da jemand auf die brillante Idee, herüberzuschauen mit einem Fernstecher oder so. Da steht ein Soldat draußen und winkt wild in eure Richtung. Ich glaube, ich habe ein Signal. Was für eins? Dorowitsch, da steht jemand, der winkt, ein Amerikaner.
Also einer von unseren Amerikanern, nehme ich an. Wir holen sie zurück. Und das Schiff hat gewendet. Wir holen Boris zurück und dann sehen wir weiter. Ihr nehmt Boris die Kopfhörer ab? Ja. Ja. Boris, dein Kiefer tut nicht mehr weh. Dafür hatte ich jemand gefesselt. Oh. Und dein Mund ist zugeklebt. Ihr müsst, holst sie alle zurück, vor allem Dasha. Dasha hat irgendeine Funkfrequenz programmiert, die wir hier bedienen müssen. Und das heißt aber, wir müssen diesen verdammten Funkmast wieder hinkriegen, damit wir dort die Atomsprengung verzünden können. Wie weit ist das Schiff weg? Wie weit ist das Schiff weg? Inzwischen ist das Schiff etwas mehr als 2 Kilometer, würdest du sagen, aber das ist eine Schätzung. Es fährt wieder raus ins Polarmeer. Ihr müsst Dasha zurückholen, holt sie als Erste zurück. Der mit dir gesprochen hat. Dasha, bist du wieder da? Dasha, du bist wieder in deinem Körper. Nein. Zurück? Ja, genau. Setz dir das Ding wieder auf, setz dir das Ding wieder auf. Was? Setz dir das Ding wieder auf, sie will wieder zurück. Was? Nein, für den Fall, dass ich nicht wiederkomme. Die Funkfrequenz. Ja. Ich teile die Funkfrequenz mit. Alles klar, ja, ich merke sie mir. die hätte jetzt blöderweise auch der Typ, der Paschtur ist, noch nicht da ist, ne? Ihr habt ja. Aber der kann kein Russisch, der kann kein Russisch. Also der Typ, der Paschtur kann, den, der war ja in Dasha. Ja, der ist weg. Achso, gut, dann ist gut. Aber der andere, der noch da sitzt, also Balek. Ja. Aber der konnte kein Russisch. Also gut, alles klar. Hoffentlich, ja. Gut, also ich sage auf jeden Fall die Funkfrequenz. Ich sage ja nicht groß, wofür sie ist, das wüssten wir ja alle. Und dann würde ich gerne nochmal zurück. Tun Sie es. Währenddessen geht Balek sehen auf die Brücke, da ihm ja keiner was gesagt hat, sagt er, Tovarisch Boris, wir sind jetzt 2 Meilen weg. Boris dreht sich zu dir um, tastet vorsichtig über das Klebeband in seinem Gesicht und sagt etwas auf Englisch. Etwas Verschwemmendes, aber du bist dir sicher, es ist Englisch. Amerikanski. Er schaut wieder dich an. Gut, dann gehe ich so beiläufig an ihm vorbei und stelle mich neben den Feuerlöscher. Die Feuerübung. Ich wusste es. Feuerlöscher an. Er schaut auf den erschossenen Mann am Boden. Er schaut auf dich. Whisky? Da steht auf dich Whisky. Whisky, gut. Dasha, du bist wieder zurück. Roski. Du bist einige Schritte weiter weg von dem Punkt, wo du zuletzt bei den Sprengköpfen warst. Bin ich dieselbe Person? Du bist dieselbe Person, ja. Ah, okay, gut. Gut, die Sprengköpfe sind erledigt. Ich würde auch gerne gucken. Und zwar, sie hatten doch gesagt, wo... Ich weiß gar nicht, wo radioaktiv ist, können die nicht oder so. Ich würde gerne mal gucken, gibt es denn hier Bereiche auf dem Schiff, die radioaktiv sind? Gibt es irgendwo einen Geigerzähler? Die haben bestimmt Geigerzähler überall, wenn das ein Atom... Du hast einen Geigerzähler an deinem Gürtel. Muss ich nur anmachen. Wunderbar, ich hau den mal an. Guck mal, wie so die Strahlung ist. Der fängt an leise vor sich hin zu prickeln, da einer von den Sprengköpfen frei gepoolt wurde neben dir. Okay. Gibt es die Möglichkeit, die Strahlung an Bord hier noch zu erhöhen? Indem du die Sprengköpfe alle öffnest? Gut. Mein Ziel wäre es tatsächlich, damit dieses Schiff dem Sonnenuntergang oder auch Sonnenaufgang entgegenfahren kann, es nachhaltig zu verstrahlen, bevor es hoffentlich sinkt. Weil mir wäre eine Explosion unter Wasser lieber als eine Explosion über Wasser. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist Funkkontakt. Wie sehr wird der gestört durch, wenn ich hier einen Atomsprengkopf freipoole? Also, Strahlung ist nicht gut tatsächlich für Funkübertragungen und stört sie. Ja. Das ist möglicherweise auch ein Zusammenhang damit, dass die Strahlung einen schützenden Effekt hat.
Okay, also heißt das, es wäre eventuell gar nicht möglich, fernzuzünden? Habe ich da Zweifel? Ich habe, also ich könnte sowas berechnen mit einem Block, einem Bleistift und keine Ahnung im Kopf. Du bist dir schon relativ sicher, dass es trotzdem funktionieren müsste, solange der Signal stark genug ist. Es muss ja nichts Komplexes sein, das übertragen wird. Ja, aber das heißt, ich könnte die Strahlung eigentlich nicht erhöhen, ohne das Risiko, dass der ganze Plan nicht funktioniert. Ja. Scheiße. Gut, dann brauchen wir ein Loch im Schiff. Und ungefähr an der Stelle bin ich auch gerade. Ich schaue mir mal an, dieser Amerikaner, den ich für Boris bisher gehalten habe, was der jetzt tut. Ich mache so eine einladende Geste nach vorne. Der tritt noch einmal gegen die Person, die am Boden liegt, und schaut dich dann an, macht einen Daumen hoch und fängt an, langsam wankend einen Weg nach unten zu finden. Nach unten? Aber er will von der Brücke runter? Ja. Okay, wenn er das macht, dann mache ich ihm auch so eine Geste und trete auch nochmal gegen den Typen da unten. Völkerverständigung und so. Und dann bleibe ich auf der Brücke. Gut. Dasha, was ist dein Plan? Was hast du, was hast du überhaupt vor? Der Plan wäre, also optimal wäre, wenn das Schiff sinkt mit entsprechender Residualstrahlung, das Kommunikation unterbindet, dann würde das Schiff irgendwo friedlich auf dem Grund des Ozeans liegen, müsste nicht gesprengt werden, es gäbe keinen Tsunami und keine atomare Verseuchung. Deine Kenntnisse über möglicherweise durch seltsame Experimente oder sonst wie erzeugte intelligente Töne, die Besitz ergreifen von anderen Leuten und durch Strahlung gestört werden, ist leider nicht ausgereift genug, um zu beurteilen, ob das funktioniert. Ja. Aber sprengen, denke ich, hilft. Sprengen ist deiner Ansicht nach meistens eine gute Sache. Okay. Wenn du jetzt nur noch wüsstest, wo. Was machen denn Dr. Sobolev und Kanat? Sprengen. Ja, tatsächlich habe ich, wenn Dr. Valeri die Waffe angenommen hat, die Waffe mittlerweile abgegeben und beschäftige mich damit, sowohl Vorräte als auch Heizmaterial in den Eiskeller zu bringen, weil ich damit rechne, dass wir besser unter der Erde sind, wenn hier in der nächsten Nähe ein Atomsprengkopf hochgeht. Und wir hätten auch Tovaritsch Boris losgemacht, damit er uns dabei helfen kann oder hilft, wenn er das denn will. Also wir bereiten uns darauf vor, dass wir uns hier irgendwie in den Keller begeben müssen. Wenn die Körper eurer beiden anderen Kollegen etwas panisch hin und her schauen und euren Bewegungen und Aktionen folgen. Ich würde eh vorschlagen, wenn es zwei Möglichkeiten gibt, die Atomsprengköpfe wie auszulösen, nämlich A, was halt wie vor Ort oder im Prinzip mit Funk, würde ich sagen, spätestens nach 4 Kilometern sollten wir versuchen, unsere Leute wieder zurückzuholen, den Funk auslösen. Den Impuls. Wenn der nicht klappt, müssen wir wieder zurück und müssen es dann vor Ort machen. Bloß, dann weiß ich nicht im Prinzip, ob wir nicht. Dann wäre es aber soweit. 4 Kilometer hat das Ding erreicht. Mensch, okay. Boris, können wir so einen Funkauslöser Zeit versetzen? Ja, theoretisch schon. Wenn wir das hier oben starten, ein paar Sekunden Zeit haben, in den Keller zu gehen? Ja, können wir machen. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich kann es versuchen. Dann werde ich jetzt mal auf der Brücke noch schauen, ob es da irgendwo ein Mikrofon gibt. Ja. Gut, dann nehme ich das mal ab. Ich glaube, das kann sogar ich betätigen. Ich werde einfach mal probieren, was passiert, wenn ich da hineinspreche. Hallo? Du hörst deine eigene Stimme und dann wird sie überlagert, während du reinsprichst, von dem Ton, der davon Besitz ergreift und klingt. Deine Knochen fangen an zu schmerzen. Weg. Der Ton bleibt und wird stärker. Dasha, wo auch immer du bist, es sei denn, du stehst direkt neben den Sprengköpfen, hörst du ihn jetzt auch wieder. Er verstärkt sich immer mehr. Fast wie ein wütendes Summen, das gleichzeitig den Ton überlagert. Wenn die auf 4 Kilometer sind und Boris das vorbereitet, würden wir jetzt die anderen beiden zurückholen, ne? Ihr zieht die Kopfhörer ab? Ja. Dasha und Valixit, ihr seid wieder in euren paketverschnürten Körpern. Ich bin zurück. Ich nehme Baleks Messer, das ich vorhin bekommen habe, um das Lamm zu zerlegen und zerschneide die ganzen, wie heißt das denn? Bänder. Danke, Tovaricht. Ich melde von Brücke blockiert, fährt nordwärts. Jetzt 4 Meilen entfernt von 4 Kilometer. Tovaricht Boris, bist du soweit? Ich, Moment, kriege ich das ohne weiteres hin? Das so zu programmieren? Ja. Beziehungsweise ansonsten musst du Dasha ranwinken.
Die ist auf jeden Fall fit genug. Also ich bin in, was elektrische Reparaturen betrifft, das kann ich ein bisschen, und in mechanische Reparaturen also bin ich so gut wie Dasha, aber nicht so, dass ich nichts kann. Aber wenn das hier hinkriegt, dann mache ich es natürlich, ja. Ja. Okay, dann programmiere ich das um über Zeit und gebe uns 5 Minuten Zeit. Okay. Und dann? Achso. Jetzt heißt im Prinzip, was hat alle wieder. Also genau, dann irgendwie, Gannard, bist du fertig? Ja. Okay, dann holen wir sie jetzt endgültig zurück. Oder ist überhaupt noch jemand auf dem Schiff? Nein, alle hier. Okay, dann, wo ist Dasha? Auch hier. Okay, dann ist Dasha mir einfach über die Schulter blickt im Prinzip, dann machen wir es halt gemeinsam und dann wird der Startknopf gedrückt und dann laufen wir nach unten. Ich weiß nicht ganz genau, was passiert, aber das schaut nach Evakuierung aus. Mir hat ja keiner was gesagt, daher suche ich den Hund. In den Keller! Wir haben der Hund hat sich unter einen Tisch verkrochen. Ach, er geht. Minuten für was? Lässt sich von dir rauslocken. Gut, und bis dann, das Atomschiff hochgeht. Und dann werde ich in der Nähe des Sicherheitsoffiziers bleiben, weil der überlebt bestimmt. Ich renne tatsächlich in mein Zimmer, hole eine kleine silberne Kiste und einen schwarzen Tontopf und damit renne ich dann in den Eiskeller. Ich laufe hin. Ja, ja. Wie hoch ist dein Glück deines Charakters, Tom? Oh, mal kurz gucken. Warte eben. 55. Die Tür ist geschlossen, bevor ihr ein Zittern spürt, das durch den Boden geht. Ich werf mich zu Boden. Die gute alte Atomschutzübung. Über euch. Ja, unter den Tisch. Ich komme drauf an, wo ich bin. Wenn ich im Gang bin, dann werfe ich mich einfach nur zu Boden. Nein, ihr schafft es alle in den Kellerraum mit den Sachen, die ihr noch holt, inklusive des Hundes, der reingezogen wird. Ja. Und während ihr die Tür schließt, habt ihr das Gefühl, dass ihr wiedergespiegeltes Licht seht, selbst hier in den Keller hinunter durch die Gänge so stark, dass es regelrecht glüht. Dann ist die Tür geschlossen. Ja. Und dann, vielleicht 30 Sekunden später, maximal, zittert der Boden. Und ihr hört über euch das Schreien und Kreischen von Metall, das gebogen und niedergedrückt wird. Ach du Scheiße. Oh Gott. Kann ich? Was passiert, wenn ich unseren Sendemast jetzt sprenge? Im Keller sind wir doch bestimmt drin. Ja, das kannst du natürlich machen. Du drückst auf aber den. Da oben dürfte nichts mehr sein, Dasha. Das ist vermutlich ohnehin ausgelöst worden. Was ist das? So. Atomschlag? Ja. In 4 Kilometern, 4,5 Kilometern, Nummer Zeit. Wir sind ziemlich nah dran. Oben dürfte wahrscheinlich kaum noch irgendwas sein. Gut, dann ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Es gibt ein Knistern und ein Rauschen, als würde jemand eine gigantische Lunge ein- und dann ausatmen. Und dann bleibt nur noch das Knacken und Bollern von Metall, das sich ausdehnt und zusammendehnt. Und ansonsten herrscht über eurem kleinen Kellerraum Stille. Und irgendwo in Moskau und irgendwo in verschiedenen Lauschposten auf der anderen Seite wird ein kleiner heller Punkt bemerkt. Von dem Strahlung und Störung ausgehen. Das ist die Frage, wie nervös einige Finger auf Knöpfen sind, ob ein atomares Ereignis im Nordmeer noch weitere Dinge nach sich zieht.